Bin froh, wenn ich hier raus bin. Ja. Ach Mann. Was ein Scheißtag. Also wir können nicht die Strecke auf 36 stellen. Das heißt, die Reifen wären noch ein bisschen wärmer. Das heißt, wir sollten überall vielleicht noch einen Klick runternehmen, damit die ungefähr passen. Weil ich kann die Strecke nicht auf 36 Grad stellen. Das geht nicht. Also überall einen runter, würde ich sagen. Das sind 7 Grad mehr. Also. Oh shit, ey. Wo ist Michel, wenn man Michel mal braucht? Wie viel hast du jetzt noch gesehen drin? Warte. Ganz kurz, warte. Ich habe jetzt noch 20 Minuten und 30 Liter. Okay. Ich bin gerade in 2,4 gefahren. So. Hallo? Hallo? Oh, warte mal, ich muss dich mal. Hallo? Ah, sorry. Ben. Ich hab's mir gerade nochmal im Replay angeguckt. So bitter das ist, ja. Es war Stefans Schuld. Ich hab nichts gesehen, du. Ich fahr gerade mich warm und guck mal Ja, rein. ich hab's mir gerade im Replay angeguckt. Er hat gelbe Flaggen ignoriert. Oh. Halt. Jo, die waren deutlich zu erkennen. Ja gut, aber der Crash war vorher schon da, Gorsi. Ich werde ihm das jetzt auch nicht sagen, der soll jetzt seinen Stiefel runterfahren. Ja, gut, da werden wir jetzt um den zusätzlichen Stopp nicht ringsum kommen. Das heißt, Xandrin fährt zu Ende und wir fahren dann halt einser Map. Ja, Attacke holen.
Ja, ich versuche gerade noch irgendwie die Reifendrücke rauszufinden. Weil ich kann nämlich in Singleplayer nicht 36 Grad links einstellen. Ja, theoretisch kannst du die Reifenluftdrücke von deinen Trainings nehmen. Minus 1. Also minus 0,1. Ich fahre jetzt bei einer Streckentemperatur von 30 Grad. Und wie viel Sprit hast du jetzt noch? 24,1. Und noch 16 Minuten Stimmzeit. Also 7 Minuten, 7 Runden. 23,6 jetzt. Map 2 und 6 Runden. Map 2 ist schon. Gut. Die Reifendrücke sind im Discord. Ach, natürlich sind sie nicht im Discord, ich Idiot. Was denn? Was denn? Ach Quatsch, alles gut. Ich hab grad mein... ich hab grad meine optimalen Reifendrücke gepostet. Also total bescheuert. Hat dir schon erzählt, was passiert ist? So, jetzt sind die richtigen im Discord. Im Dings hier. Ja, also Mr. Bentek, wie gesagt, das war von mir halt auch Dummheit, das muss man sagen, wo ich den einen Crash dort hatte. Das war einfach nur unachtsam. Normalerweise hätte das auch nicht sein müssen. Und Vince und Dennis, die sind schon sehr gute Fahrer. Ich habe die Reifendrücke reingehauen. Kannst du ja dann durchgeben. Ja, mache ich. Moment. Also die sind jetzt für 30 Grad gewesen. Im Discord hast du die gepostet? Nee, im unserem Channel bei WhatsApp. WhatsApp? Ja. Ist das schon richtig berechnet? Das ist auf 30 Grad. 30 Grad? Ja. Strecke. Nee, ja genau, 30 Grad Strecke. Also müssen wir da noch was abziehen, sozusagen. Ach ja, Chris, da frage ich dich, damit kennst du dich besser aus. Also die Strecke war 30 Grad. Ja. Und die haben genau hingehauen. Ja. Das Bild da drüber waren die Drücke, als ich stehen geblieben bin. Es wäre jetzt interessant, wo du stehen geblieben bist. Wie meinst du? Du musst den muten. Moment, sorry. Am Ende der Geraden. Berghof. Ja, dann können wir die fast so lassen. Das Problem ist, ich brauche die Kästen links und rechts. Die Drücke, die in der Mitte stehen, die bringen mir nichts. Die sind doch damit drauf, oder nicht? Auf dem Bild. Nein, rechts fehlt bei mir. Ach so. Ja, bei mir auch. GG. Ja, kann ich jetzt nicht reproduzieren. Ja, wir nehmen die Drücke einfach so, wie sie sind. Das sollte passen. Circa. Hinten nehmen wir noch einen PSI raus. Also das ist jetzt hier Glaskugelguckerei, ja? Aber es sollte hinhauen eventuell.
Ja, eine Glaskugel kannst du doch sehr gut gucken, deine Setups sehen doch auch genau. gut aus. Also, Xandrin, vorne links 26-0. Warte. ja. Vorne rechts 25-5. Ja. Rest mal dann auf nächsten der nächsten Geraden. Oh, lass uns nicht drüber reden, Ray. Wir haben alles gebucht heute. Dookie Gamefresh, Dookie kein Internet, Xandrin semi gut angefangen, dann super gut beendet. Ich abgeliefert. Xandrin nochmal ein Crash. So in den anderen Reihen, Lenkung schief, alles scheiße. Also. Hinten links 25-8. Ja. Hinten rechts 25-3. Verschalten nicht vergessen. So, okay, habe ich fertig. Gut, alles klar. Hattest du Reifen gewechselt nochmal? Ja. Okay. Ja, wir hatten fast einen Fallschaden, war alles krumm. Ja, ja. Ja, nee, alles klar. Da. Ja, mich wundern bloß die Zeiten jetzt gerade. Ja, nee, liegt daran, ja. Okay. So. Ja, unglücklich für Stefan. Aber wie gesagt, wir hatten uns das ja im Replay schon angeguckt. Da ist er zum Teil wirklich selber mit dran schuld, weil er die gelben Flaggen halt ignoriert hat. Die sind halt nicht umsonst da. Ja, wir sind im Discord. Ist denn Duki jetzt mal wieder am Start? Nee, Duki hat kein Internet. Das immer noch nicht? Nee, ist komplett dead. Alles gut, Fox. Wir können jetzt nur noch das Beste daraus machen. Heute hat es halt nicht in unsere Karten reingespielt, also gar nicht so richtig. Nein, Tabasco, da überhaupt nicht. WPS ist aber auch ein eingespieltes Team, Mr. Pancake. Die fahren schon ein bisschen länger zusammen. Oder so. Ich versuch's da schon ein bisschen hier mit reinzubringen, dass man sich da overall ein bisschen drum kümmert. Aber es klappt halt auch nicht immer zu 100%. Ich war halt jetzt leider nicht da. Ist alles noch realistisch, also. Keine Ahnung. Muss mal gucken. Das realistisch ist und was nicht. Alles gut, kannst du machen, Fox. Jetzt stirbt er mal nicht. Nach der Runde noch zwei oder drei, kannst du entscheiden. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne. Nein, du gehst nicht mehr da, Dizzy. Ja. Ja, Sepp, wir fahren das erste Mal in der Konstellation. Yes. Müssen wir mal sehen, Patrick. Nee, wir sind Ray unten auf dem SimRC in Top 10 Racing, oder?
Umpa Lumpa, danke schön für 9 Monate. Willkommen zurück. Vielen Dank. Nee, Pete hatte keine Zeit. Und Reini auch nicht. Die fahren irgendwas anderes dieses Wochenende. Oh, das klingt wie ein Duki, der gerade gejoint ist. Hey, hallo, ich bin der Duki, ich mache jetzt DTM-Videos. Oh. Ray! Danke, Tabasco, das ist lieb. Ein wildes Ray taucht auf. Ja. Was willst du tun? Kampf, Pokéball oder noch lieber einen Stein werfen? Flucht! Flucht, ja, Flucht ist auch gut. Ja, Stuhlsen, ich hab's jetzt dann auch kapiert. Ja, dann mach ich mich mal fertig, wa? Korrekt. Ja, Duki, ja, während dem Fahren rausconnected auch oder nur einfach so Probleme? Fährst du noch eine? Ich fahr noch eine, okay. Ich bin dann hier gemutet, ne? Jo, alles klar. Dann viel Erfolg hier. Jo, danke. So, ihr könnt die beiden noch hören, denke ich. Wie lief's bei dir, Ray? Wird ja gefragt. Ja. Ja, reden wir nicht drüber. Okay. Gibt's bei euch, ja, oder bist du mit? Sie hat sich ja zusammengefasst. Ja, reden wir nicht drüber. Ja. Gut. Na dann, Chat. Teamleistung. Machen wir mal das Messer zwischen halt die Zähne und dann Glück dabei gewesen. 2-3 Sachen, die hätten nicht sein müssen. Und ja, overall. Wieder wie immer, eigentlich schade, wären die ganzen Fehler nicht gewesen. Ja, wieder ganz vorne. Ja, ist die auch rausgeflogen, während er gefahren ist? Ja. Der ist war in der Box. Ich glaube, 1 oder 2 Runden ist er gefahren und dann ist es Spieler ready, sind drin. Er hat es ja noch gechinkst am Anfang, da war ich noch da. Jo, okay. Wenn es sagt, jetzt kommt er gar nicht mehr, oder? Ja, das Internet scheint wahrscheinlich jetzt komplett down zu sein. Ach, Duki hat aber auch immer so. Ich versteh's einfach nicht. Das ist aber immer nur er, der irgendwelche. Entweder. Bei Hex, entweder das Lenkrad. Dankeschön, Sepp. Ja, wird schon gut oder werden. PC oder alles zusammen. Ja, ich hoffe, dass ich nicht so viel Verkehr hab. Ansonsten muss ich mich da irgendwie durchpeitschen. Kriegen wir schon hin. Schneechaos, ja, das kann sein. Das Schnee war dran schon hin. Könntest du noch eine? Nee. Gut. Tabasco? Nein, also man ist halt, hab nur noch 3,5 Liter. Sobald man halt fährt, immer extrem ehrgeizig. Das heißt, ja, was. Und wenn man dann halt entsprechend nicht die Leistung abruft, wie die Konkurrenz, dann ist man natürlich schon klar enttäuscht, aber ich bin da eigentlich eher jetzt angestachelt, da doch ein bisschen halt reinzudrücken. Ja, noch ein paar Rennen. Boah, Jungs, zum Glück habe ich schon mal geguckt. Nachfüllen war auf 0. Liebe Ausrede für Bathurst. Ja, Schneechaos, ja. Ball, wer kennt's nicht? Oh ja. Die Chaos für Bratwurst. Michel, ich fahr Map 1, ja? Korrekt. Gut. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Good luck, Herr Fan. Come on, let's go. Oh, du hast den Gang nicht drin gelassen, Stefan. Hab nichts gemacht, ne?
Da ist, glaube ich, N drin. Oder? Nee, ich hab nichts gemacht gehabt. Alter! Blo! Ja. Wir haben Hitspeeding. Wir haben Hitlimit darauf genommen, keine Ahnung. Ich hab ein Pitlimit mit hingelassen und runtergeschaltet. Also, erster Gang war ganz normal, alles. Wie lag's nicht? Nein, alles gut. Nee, ich glaub, es war wirklich ein kurzes Beuning in der Boxenkasse. Ja, ja, war, glaube ich, Ja, warte mal, er hatte, glaube ich, aus Versehen einen zweiten Gang drin gehabt. So, ja. Warte mal, wir gucken uns das mal schnell in der Wiederholung an. Ich will jetzt nochmal den Crash sehen, was da passiert ist eben. Das werten wir gleich aus, ich hab mir das schon angeguckt. Gibt gleich Ärger von mir. Car on the left. Clear on the left. Läuft's bei den Jungs bei WPS? Ja, Platz 1, souverän. Echt? Ja. Ja, er hat einen zweiten Gang reingemacht. Ja, Stefan! Weißt du, was die gelben Flaggen bedeuten? Ja, die waren aber schon seit ganz oben, die ganze Zeit am Waven. Ja, dann hat das eine Bedeutung, da musst du halt wirklich aufpassen. Duki ist im Chat. Also, ich sag mal so, es war unglücklich dort, wo der stand, aber die gelben Flaggen, die hättest du nicht ganz übersehen dürfen. Also du hättest dann nicht wirklich die ganze Zeit dort runterpacen dürfen. Ist passiert, ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich hab mich darüber jetzt auch nicht aufgeregt. Ja? Aber beim nächsten Mal dann halt gucken, dass wir die gelben Flaggen dann halt nicht so extrem ignorieren. Gerade Bathurst ist das halt schon ein wildes Ding, gerade dort oben auf dem Berg. You know what I mean? So. Okay. Also Top 10 ist demzufolge jetzt unerreichbar, ne? Das muss man jetzt einfach so sagen. Top 20 wird... Allen anderen passiert auch jetzt. Sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Ja, ich glaube schon. Ne? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Nach dem Stint von Dizzy geht ins Auto. Peace, raus, peace, Schubi. CRAEF giftet A Tier 1 Sub 2D 1 MCA 96. Oh, was macht denn der Audi so hinten? Was ist denn mit dem Kombi los? Ja, genau, jetzt ist es Top 20 Racing. Top 20, 22. Ja, wie gesagt, in circa einer Stunde gehe ich ins Auto. Machst du dann bis Schluss? Nee, kann ich nicht, weil ich bloß noch, ja, eine Stunde 30 Sinnzeit hab. Ja, da kann ja nur noch hier eigentlich, oder? Das geht ja gar nicht mehr auf die Runde. Also Stefan, mach dir da drüber jetzt keinen Kopf, na, weil ich das jetzt so... Aber besser so als... Weißt du, wie ich mein? Ja, nee, klar. Man muss da schon Klartext reden. Sorry, dass ich da...
Nimm mir das nicht für übel. Mach dir da jetzt auch keinen Kopf drüber. Es steht halt gerade nur so, dass der Lippen halt auch reingepallert wäre, wenn der Volk ihm halt nicht extrem auf die Eisen gegangen wäre, ne? Das kann sein. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wir fahren unser Auto und die ihr Auto. Eben, das muss man halt auch immer so sehen, ne? Manchmal geht's gut und manchmal geht's halt in die Hose. In unserem Fall ist es halt in die Hose gegangen, leider Gottes. Aber wir haben alle unser Fett heute weg, denke ich. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne ja, 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 ja. Tschüss raus, Peace, Schumi. Na, wie viel sind halt jetzt noch? Eine Stunde 56 müsste haben. Beziehungsweise jetzt 50. Ja, er ist ja jetzt schon drei Runden gefahren. Das passt schon. Ich fahre dann eine Stunde und den Rest fährt dann halt Dizzy. Dizzy fährt zu Ende. Theoretisch Duki, aber... Ja. Der ist ja nun leider verhindert. Liebe geht raus, Duki. Dein PC ist es wohl, ja. Aber... Na, jetzt in dem Fall das Internet. Wow, er hat sich halt wirklich rückwärts die ganze Strecke runterrollen lassen, ne? Dann ist er stehen geblieben, der Kollege nicht so sieht. Ja gut, aber die, ja, brauchen wir jetzt nicht, klar. Ja, ist trotzdem kacke. Natürlich. Wäre stehen geblieben, du wartest, bis er wegfahren kann oder so, aber... Ja. Hi, Oliver. Bitte nennen Sie mir die Höhe des Schadens. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Will jetzt auch nicht gucken, fährt noch. Sag's ja, aber der Einschlag aus, oder? Nee, das ist nicht viel. Ich schätze mal so 10 Sekunden. 10 Sekunden. Vor allem ich jinx es, sind ca. 10 Sekunden. Dizzy, 10 Sekunden. Richtig gut. Er hat's gerade im TS gesagt, das hast du nicht gehört, Ray. In dem Moment, ich sage so 10 Sekunden und eine Sekunde später kommt Dizzy 10 Sekunden. Ja, der Ray fährt im nächsten Rennen mit. Im Februar ist es, glaube ich, das Endurance-Rennen. 8 Stunden Bathurst. Bathurst, Jungs. Glaub, Bathurst. Ja. 20. rum irgendwann. Ja. Bathurst, und zwar fahren wir da GT4. Ja, Premiere für mich, ey. Ich bin echt mal gespannt. Ja, Mann. Aber wir fahren mal Bock drauf. BMW. Hast du halt den Schiff. Ja, gut. Aber der ist passt dann. Also BMW ist, glaube ich, einer der stärksten. War ja auch. Nein. Ist er, auf der Strecke, ja. Ja, aber auch allgemein, oder? 10er Schiff. Nein. Drin. Nein. Nein. Essen, Porsche, BMW. Also ist es BMW. Ja, aber... Ich hab nicht gesagt der Beste, sondern zu den Besten. Ja, okay. Faster car approaching. Watch out. Mit Bathurst ist er definitiv eins der OP-Autos. Ja. Und vor allem können wir allen auf den Sack gehen, weil der ist einfach laut. Wir müssen mal gucken, dass wir dann vielleicht zwischendurch schon mal irgendwas reinschieben, weil das ist schon eine lange, lange Durststrecke, einen Monat. Boah, also ich hab jetzt nichts gegen, dann glaube ich lieber mal ein bisschen zu üben, weil ständig dieses... Boah, hätten wir jetzt geübt. Also, ich muss sagen, Bathurst haben wir uns relativ viel vorbereitet. Ja, ja, Dizzy eben, deswegen hat... ist das ja jetzt auch so traurig eben. Ja, ja. So ja. Dizzy hat richtig reintrainiert, muss man einfach so sagen. Duki... Ja, auch wie immer. Im wie Geheim. Ja. Im Geheim ja. Inkognito. Ja. Und ich habe auch ein bisschen was gemacht. Also ich habe sogar relativ. Ja, gut, was ist? Ich glaube, 80% meines Trainings bestand darin, ein Setup zu bauen. Das passt aber immer so ein bisschen. Ach so, oh, Flo, habe ich mich überhaupt schon bedankt? Das ist, glaube ich, unter... Oh, Asche über mein Haupt. Dankeschön. Von dir gibt's auch mal wieder was. Vielen, vielen Dank, Flo. Ey, das wollte ich eigentlich instant sagen, aber da kam irgendwas dazwischen. Eieiei. Hat er mich jetzt nochmal drauf hingewiesen. Das ist ja richtig peinlich. Clear on the left.
dafür aber mal eine Minus-Donations. Donate, das ist nein. Nein, Stream-Chat, dafür gibt's nochmal ein Herz-Flo in den Chat. Schon allein, weil er das hier immer so gut moddet. Vielen, vielen Dank dafür, Flo. Das ist mir eigentlich schon Spende genug. Also, Herz-Flo, bitte, Stream-Chat. Einmal jetzt. Der erste Chat im Griff, auf jeden Fall. Ja, geht gleich. Ja, das dauert eine Weile. Hey, ja, ja. Ah, siehst du, da geht's los. Oh, jetzt, ja. jetzt rappelt's im Karton. Die mussten erstmal das Herz-Smiley raussuchen. Ja, das kann man sogar, das funktioniert sogar mit kleiner Zeichen 3. Kleiner als 3, ja, ja, genau. Du hast Flo vergessen. Darks ist es für Flo. Heiko postet gleich mal ein adliches Herz mit blauem Blut. Ja. Danke, Chat, das ist lieb von euch. Bei DC hört man uns auf, ja? Ja. Car on the left. Hab ich auch dann. Clear on the left. Oh, jetzt ist er gerade richtig wild, nee, denke ich mal. Ja gut, aber jetzt ist schon voll, glaube ich. Nee, ist egal. Nö, kann ärgerlich. Einfach ganz schön nicht weiter da sehen. Ja. Ja, ist Vince noch nicht gefahren bei WPS, dass sie Erster sind? Oder wie haben sie nein, er ist tatsächlich schon gefahren. Also René ist ein Stint gefahren und Vince ja, ist ein Stint gefahren. Also es ist halt so, wir schieben es auf den Schneefall in Bathurst, dass wir jetzt auf Platz 23 sind. Das schaut ganz heftig aus. Ganz einfache Geschichte. Ja? Echt nach einer schwierigen Strecke aus, wird DC geschrieben, ja, Bathurst ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Und das Gefährliche ist halt auf dem Berg, du siehst ja, du hast ja gar keine Auslaufzucht, gar nicht. Kleinster Fehler ist halt direkt Einschlag. Wird nicht umsonst die kleine Nordschleife genannt. Weil Michel jetzt sagen würde, die ist noch schwieriger als die Nordschleife. Ja, fände ich schon. Ja, weil man halt öfters die besagten Stellen fährt. Genau, also auf 8 Minuten gesehen ist das eine schwierigere Strecke. Du hast halt auf der Nordschleife hast du viel, viel Verschnaufpause. Du hast sehr, sehr viele lange Geraden drin. Ja, das generell die Nordschleife ist eh relativ schnell. Ja. Das ist halt wenig, sozusagen nochmal langsamer Kurvenabschnitt. Ich denke mal, für einen Anfänger, um es zu lernen, ist wahrscheinlich besser ist einfacher, weil er sich weniger Kurven bergen muss. Aber ja, wenn man beide beherrscht, gebe ich dir, glaube ich, schon mal. Weil du hast auf der Notschleife, hast du vielleicht hier und da mal noch. Wohl mal noch ein kleiner Fehler akzeptiert wird. Aber wenn du in der Skyline oben in Bathurst einen Fehler machst, dann bist du einfach nur dood. Ja, das ist einfach so. Ja, vor allem, wenn man halt bedenkt, wenn du halt ein gewisses Limit oder ein gewisses Speed halt auch fahren willst, lässt es halt auch gar nicht anders zu. Ja. Weil du halt in Bathurst quasi ein bisschen auf Sicherheit fährst, bist du halt automatisch auch ein Stück langsamer. Multiglas wird schwierig. Stimmt, das ist ja dann Multiglas im GT4. Ja, ja gut. Wir sind ja dann die überrunden lassen müssen. Ja, ja, das
dann die, wo sich die anderen dann immer aufregen. Da müssen wir dann wahrscheinlich einen Rückspiegel auf 100% Qualität stellen, dass wir das ja, dann halt instant sehen. FPS nicht auf ein Drittel runter oder so. Das Hauptbild auf ein Drittel und Rückspiegel auf 120. Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass ich hier RTX hab jetzt? Ja, hab's im WhatsApp, hast du ja. Das, glaube ich, gepostet. Ja, ja. Genau, CPU bottelt halt, ne? Ich hab nicht einen Frame mehr. Aber die AC-Spiele, egal ob ACC oder auch normaler AC, sind halt auch übelst CPU-lastig. Ja, ja. Und die Grafikkarte ist da halt, das merke ich an meiner 2080. Ja, also ich hab da auch, kann da auch alles auf Max stellen und ich kann es runterstellen. Das ist kein Unterschied. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin ja. Weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. CRAEF giftet ATR1 zu Dedalusius. Wir fahren nur mit Rückspiegel. They have given 19 gift subs in the channel. Und machen den Vorspiegel. Das ist auch gut. Yeah. That's the tech. Ja, also die hat schon was gebracht, die Grafikkarte, weil ich jetzt alles maxed out hab, ne? Also qualitätsmäßig sieht's halt schon 1080 Ti. Ja, das war natürlich dann schon ein krasser Sprung. Nee, die 1080 Ti ist auch ein Monster, ne? Das muss man einfach so sagen. Die ist immer noch up to date, die Grafikkarte. Aber es sind jetzt halt trotzdem zwei Generationssprünge und der von 20 auf 30 war ja auch stark. Gut, das ist natürlich schon nochmal ein Anpass. Ja. Oder wir fahren einfach rückwärts, schreibt Gorsi. Weiß bloß nicht, ob wir dann die entsprechende Position, die wir uns dann vorstellen, erhalten. Mit rückwärts fahren. Ich habe mal kurz durchgeguckt, die Teams. Sind einige Teams, so vom Namen her, die man auch aus der VL kennt. Ja, das wird jetzt, also das wird jetzt auch langsam, das siehst du auch in der VR. Die haben ja auch eine ACC-Meisterschaft. Ja, die haben halt jetzt. Letzte Saison hatten sie zu tun, zwei Crits voll zu bekommen. Jetzt ist es halt so, es sind drei Crits komplett voll und eine riesenlange Warteliste. Also es sind jetzt sehr, sehr viele AC-Fahrer zu ACC gewechselt. Ich habe den Sprung halt. Ich habe den Sprung halt letzte Saison gemacht. Und also im letzten Halbjahr jetzt. Und AC werde ich höchstwahrscheinlich nur noch mal just for fun fahren, aber richtig competitive werde ich AC nicht mehr anrühren. Wie gesagt, also, was ich gerne noch mitnehmen würde, wäre halt wirklich das 24er Nordschleife, weil es halt doch noch was anderes ist, was Besonderes. Und sonst, ja. Ja, ich denke, dass die VRs hätte halt das Risiko wirklich gehen sollen und vielleicht doch jetzt halt schon auf Art sitzen. Ja, gut, aber da fehlt halt der Multiclass-Gedanke. Ne? Aber wir hatten jetzt in der letzten VR-Saison auch nicht mehr als GT3 und GT4, ne? Ja, ist richtig. Wobei ich ein ganz großes Problem in der BOP der GT4 sehe. Ja, aber weil kann man die serverzeitig da was ändern? War da nicht was? Glaub schon. Aber es wird halt schwer, so einen KTM oder so eine Ginetta zu poppen. Ja gut, das sind aber Außenseiter, also die würde ich gar nicht erst poppen. Ja gut, die brauchst du ja nicht poppen, aber dass sie halt. Ja. Da sie halt mit dem restlichen Feld mithalten können. Zumindest auf solchen Strecken wie Bathurst kannst du ein KTM vergessen. Ja. Das ist. Wobei ich erinnere mich, dass als wir das letzte Mal Bathurst gefahren sind mit dem Bentley, haben wir ja mit GT4s gefahren. Und da war irgendein Team ist ja mit dem Crossbow gefahren tatsächlich. Das weiß ja, ich. Ja, klar. Das fährst du dann halt just for fun, wenn du kein Ziel hast. Ne? Kannst die waren glaube ich auch letzter oder so. Aber so cool. Ja, Andreas, wie gesagt, ist ein cooles Auto, ja, aber es ist halt topspeed-mäßig den anderen Autos komplett überlegen. Das Geile ist halt, du kannst in der Skyline, kannst du halt stumpf auf dem Gas bleiben mit dem KTM, Ding. KTM, ja, ja. Weil ich fand den KTM, als ich zum ersten Mal ihn angeguckt habe, ist eben schwierig zu fahren tatsächlich. Also ja, ja, der ist auf der Bremse extrem, ja. Essen hat mir tatsächlich wirklich der Cayman gefallen. Also, wo ich halt mal alle am Anfang hatte. Ja. Also absolute OP-Auto ist eigentlich der S. Der ist schon wirklich gut. Overall gesehen auf allen Strecken. Nicht auf allen Strecken ist er richtig gut, aber auf vier. Also Bathurst schinkt da auch ab. Der fuhr sich tatsächlich sehr, vom Fahrstil her, sehr ähnlich zum GT3. So. Korrekt. Nur mit weniger Grip. Ja, genau. Klar.
Tatsächlich den AMG fand ich aber auch relativ ähnlich. Also. Den bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gefahren. Ja, wie gesagt, genau wie den Camaro. Ich hab alle am Anfang halt einmal kurz angeguckt. Komm, also, komm mal erst ein. Das ist mir halt auch so aufgefallen. Ich dachte so, okay, das ist ja ziemlich ähnlich. Weil halt der GT30 halt auch schon sehr angenehm. Tabasco, Pisano ist. Ja, das ist schwer zu sagen. Das kann ich jetzt so aus dem FF nicht sagen. Aber dadurch, dass Misano schon die ein oder andere Länge gerade hat, wird er wahrscheinlich dort auch nicht gut sein. Ja. Kick mich auf für heute. Ich bin durch. Bist durch. Okay. Also Kopfschmerzen jetzt noch. Nein, alles. Alles gut. Gute Besserung dir. Ja. Danke, danke. Genau. Viel Spaß noch. Oder schlaf dich gut aus. Danke, dass du dabei warst. Ja, sorry nochmal für die Scheiße da. Nein, alles gut, alles gut. Mach dir bitte keinen Kopf. Alles klar. Dann viel Spaß noch und gut Rasch wieder, ne? Jo, tschüssi, mach dir. Tschüss. Ja, Mace sagt da gerade bei DZ auch, ob er überlegt, ob er sich eine 3070 oder 3080 gönnen soll. Ich glaube, erstmal muss er gucken, dass sie überhaupt verfügbar ist. Ja, also du musst das halt auch wirklich, wenn du dir jetzt 3070 oder 3080 kaufen willst, du brauchst einen guten Preis. Ja, also ich habe, wie gesagt, 880 Euro bezahlt für meine 3080, was deutlich über ein UVP ist, aber ich wollte jetzt einfach eine haben, deswegen habe ich gesagt, nee. Scheiß drauf. Ja, hat man gar nicht gemerkt, als sie damals präsentiert wurden, dass du da eine von haben willst. Und nachts um 3 kommen dann noch Nachrichten. Ja, und ich habe mir dann jetzt halt gesagt, okay, ich habe ja die 1080 Ti, die verkaufe ich alle. Sofort ja? Unterstützung. Du kriegst sie jetzt für 450 Euro. Raus, wenn die Preise jetzt der 3080 fallen, wäre ich für die 1080 Ti keine 400 bis 450 Euro mehr bekommen, sondern bloß 300 bis 350 Euro. Dann gleicht sich das im Grunde genommen wieder aus. Also, dann habe ich, wenn man sich schön rechnet, 100 Euro mehr bezahlt. Also alles cool. Viel würde ich gar nicht geben wollen. Auch das. Aber okay, wenn ich ja, aber das sind die Preise momentan. Ja, ja. Ich hätte jetzt nicht so hoch geschätzt. Ich hätte jetzt eher von 200 gerechnet. Nee. Unterschätzt die 1080 Ti nicht. Die ist wirklich schon richtig gut. Ich sage ja auch nicht, dass die schlecht ist. Ich sage ja nur vom Preis, weil es ist ja noch eine Generation dazwischen auch. Ja. Ja, die 2080 Ti ist halt auch noch in Anführungszeichen teuer. Na, da legst du halt auch noch 600 Euro hin. Na, manche verlangen da immer noch 1000 Euro, was totaler Schwachsinn ist. Aber wenn ich überlege, ich habe meine 2080 Ti für, ich glaube, fast 1,5 gekauft, glaube ich. Ja. 1400 irgendwas. Ja, das war halt so eine Grafikkartengeneration, die halt schweineteuer war. Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt auch noch die Asus Strix, die war sowieso die teuerste. Also. Na, die MSI, die goldene, war teurer. Die sieht aber richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die MSI Lightning mit dem Carbon, Alter. Das ist so sexy, ja, ja. Mann. Ja, geil aus. Aber da, ich finde, Robas, könnte man, oder sollte man dann halt auch nochmal mit das komplette restliche eben auch so an dem Stil ist. Dass man es halt auch sieht. Genau. Oh, das kann ich dir nicht sagen. Du meinst jetzt, wo der einen Rev-Limiter hat, oder? Wie meinst du das? Müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall ein V8-Motor. Sauger. Ich denke mal, der wird so die 8000. Wie lange fährst du noch, Dizzy? Ich habe noch 76,6 Liter Sprit. Okay, ja, also noch. Das sind 19 Runden. Michel, was sind die Streckentemperaturen? Ich komme nicht auf Pace. Kann das sein, dass es gerade nicht möglich ist, noch schneller zu fahren? Also für meine Verhältnisse? 8:22:36. Okay. Du hast aber auch 10 Sekunden Schaden, Digga. Das ist okay. Da geht noch mehr. Ready to play, so wie es mir gesagt wurde, Dinge sind geschehen.
glaube, es braucht keine weitere aus. Bei einem Gorsi. Ja, Ray, bitte. Ja, was mich halt so ein bisschen abgeschreckt hat bei der 30er-Generation, halt echt der Speicher, ich fand. Ja, aber gut. Wann brauchst du mal mehr als 10 GB? Wie viel Speicher hat deine jetzt? Da ist ein halber Ring. Ja, yeah, die hat 1 GB mehr. Ja, ja. Ich meine, ich weiß, es kommt halt immer drauf an. Ja, wenn du halt jetzt einfach nur so casual spielst, so, dann brauchst du es nicht. Aber sobald du halt irgendwo was halt machst mit Videoschnitt oder 3D, irgendwas mit drin ist, oder wenn du halt irgendwie doch mal ein Spiel hast oder Mods oder sowas hast, dann kriegst du das. Also ist jetzt nicht so das Problem. Ich sag mal so allgemein, für den Stand der Dinge und die Leistung, die Dinger haben, hätte ich halt schon 3090 hat ja genug, aber die 3080 hätte ich halt schon irgendwie. 12 bis 16 wäre halt schon eigentlich sinnvoll. Ich glaube, 16 geht mit dem Speicher nicht und mit der Speicheranbindung. Also mit dem Speicherinterface. Du musst dann 20 GB nehmen. Ja. 3090 hat, glaube ich, 24. Ja, genau. Die 3080 Ti, die kommen soll, die soll angeblich 20 haben. Und halt auf dem Niveau der 3090 agieren. Aber ich vermute, dort wirst du keine unter 1200 Euro bekommen. Das gebe ich für eine Grafikkarte nicht aus, das sehe ich nicht ein. Ja, zumal du kaufst das Ding, ist schon wieder alt. Ja. Tabasco, nein, ich habe das Spiel auf einer CD installiert. Hätten dachte ich, dass du während der Runde immer wechselst, so. Einmal ist nicht böse gemeint. Tabasco, war bloß eine sonderbare Frage. Das war auch Wahnsinn. Oh, was macht der Porsche nun? Ja, aber wenn er sich... Ja, aber, ja, das ist ja das. Also der Aston ist overall ein sehr, sehr starkes Auto, der GT4s. Turm. Definitiv. Michael, lad die Photonlaser! Ja, der denkt aber auch an die Photonlaser hinter dir, ne? Ich weiß, alles gut, ich lass ihn vorbei. Aber der Porsche ist unangenehm. Ja, der ist sehr wild unterwegs, hab ich schon gesehen. Ja. Was war denn das jetzt? Ich weiß auch nicht ganz klar. Ich hab's jetzt gerade. Hat der Ferrari gerade den Porsche abgeschossen? Ich glaube, der Ferrari ist Linie gefahren und der Porsche ist von außen reingezogen. Okay. Der hat sich beim Anbremsen, glaube ich. Ja, Heiko, das ist ja genau das, was ich im Prinzip ja meine. Also. Wenn du es kaufst, ist schon wieder alt im Sinne von, da sollte man sich einfach keinen Gedanken machen. Du kaufst es ja in dem Moment für dich und dann kann dir alles andere eh egal sein. Ja, welche Frage ich mir halt jetzt stelle, ob es jetzt wirklich noch Sinn macht, von dem 8700K auf einen neuen Ryzen CPU zu upgraden. Ob mir das so einen Performance-Schub bringt, dass sich die Investition von umgerechnet 200-300 Euro lohnt, weißt du? Du brauchst ja ein komplett neues Mainboard. Ja, aber ich kann ja das alte Zeug auch wieder verkaufen. Ja, das musst du halt immer so im Gegenzug sehen. Ja, jetzt die ganz neuen, die Motor oder welche meinst du? Ja, alles andere macht keinen Sinn. Ja, das ist... Ich habe ja auch eine 80er drin. War damals war sie der Killer, als sie rauskam, aber... Ich bin der Meinung, die ist immer noch schnell. Ja klar ist sie noch gut, aber im Vergleich zu diesen Ryzen-Dingern ist sie no chance. Ich weiß es nicht. Das muss ich mit Dizzy mal noch rausfinden. Der hat ja den 5900X. Das werde ich jetzt die Tage mal machen. Dass wir da mal gucken, wie viel FPS der da bei bestimmten Situationen hat. Und da kann man da ungefähr einen Abgleich abschätzen.
schon, weil ich, es wäre schon cool, wenn ich on stream mit so einem Fahrerfeld 120 FPS habe. Das, darum will ich es eigentlich. War halt auch der Grund, warum ich mir die 3080 gekauft habe. Ah, das ist halt zumindest 100, sage ich jetzt gerade. Alter, wir haben 300 Zuschauer, nice. Ja, ich fahre noch drum. Dauert aber noch ein paar Minuten. Es sind sogar mehr Zuschauer, als ich davor hatte. Kaum jemand zurückgeguckt. Ich glaube, die sind alle bei euch gehangen. Das kann sein, ja. Ja, bei Duki waren zwischenzeitlich auch über 300 Mann. Bei heute ist es nicht schlimm, dass heute nicht so viel. Was war das, iRacing oder was? Ja, ja. Ja, ich muss halt mal ein bisschen. Ich habe halt in iRacing halt gar keine Erfahrung. Das rechnet sich dann halt mit der Situation leider halt eigentlich. Glaub mal, ich würde da bestimmt auch übel abstinken. Aber ja, mir ist es halt schlicht und ergreifend zu teuer. Weil ich glaube, also jetzt heute hatte ich halt das Problem, dass der 911 Cup ist halt super, super übersteuernd in allen Situationen. Und ich glaube, das liegt dir schon deutlich besser. Und hier halt gar nicht. Deswegen hat halt da meine damit. So. Und halt dann rauszufinden, dann ist Limit erreicht oder gibt es noch was oder nicht. Und ich habe das Reifenmodell da auch noch nicht so ganz verstanden, aber wie gesagt, das ist halt einfach auch ein Mangel der Erfahrung. Ja, ich glaube, ein iRacing ist die Bremse relativ komisch. Weil du kannst ja, so wie ich das gehört habe, kannst du mit einem GT3, der ABS hat auch nicht voll bremsen. Nee, genau. Die ABSer, man soll es nicht, weil die dann überhitzen und dann hast du nach zwei oder drei Runden hast du halt übelstes Struggle. Und beim Karten, da hast du eh keine Fahrhilfen, da kannst du eh nicht voll, wenn du da einmal voll bremst, bist du eh instant weg. Und ja, das ist schon so ein bisschen eine eigene Welt, habe ich so gesagt. Also ich finde, wenn du jetzt von ACC auf R-Faktor umgekehrt oder auch mal wieder AC oder so, da sind da Unterschiede zu erkennen, aber jetzt vom allgemeinen Feeling her finde ich das iRacing sowas komplett eigen. Weder jetzt schlechter oder besser, es ist einfach was Eigenes. Weil ich bin bis jetzt da. Boah, an der Wand? Ab. Was ist denn iRacing jetzt? Ich hatte das mal, ich hatte vom Kumpel mal einen Account, da bin ich den RSR mal gefahren. Ins Bar. Ich bin da bloß mal eine halbe, dreiviertel Stunde gefahren. Und ohne Witz, ich bin damit nicht klargekommen. Also ich hatte zwar Standard-Setup, da haben viele gesagt, ohne Setup brauchst du das gar nicht probieren. Und ich bin halt puha, ja, einfach rein. Wollte wieder rausfahren, du beschleunigst ganz normal, wie du das sonst auch immer hast, dort raus und auf einmal geht dir der Arsch weg. Ohne sämtlichen Grund. War so wild. Ja, eben genau, dieses plötzliche Ausbrechen, das kündigt sich halt gar nicht an. So, das ist so ein bisschen da, wo ich auch echt dem Struggles habe. Du kriegst es halt auch kaum gefangen. Das ist halt das Heftige. Also, da ist man halt durch ACC oder R-Faktor oder so halt schon echt verwöhnt, wo du halt alles gefangen hast. Thomas ist kein Problem. Alles gut. Also heute, wie gesagt, bin ich kein Aurig. Heute gab's. Oh. Ja, der hat aber heute nur. Wir haben heute nur Scheiße am Schuh. Es ist einfach so. Langsam ärgert es mich ein bisschen. Ja, vor allem weißt du, bist total unbeteiligt und. Nee, dieses All-Stars ist quasi ein Rahmenprogramm zum. Offiziellen Porsche Cup, den gibt es ja schon seit Jahren im iRacing. Und genau, und den wollten die jetzt halt mal ein bisschen pushen so, und die haben ja letztes Jahr auch so ein kleines Event gemacht. Oh, der Bentley ist wild unterwegs, Mann. Und genau, und jetzt begleiten wir halt das die gesamte Saison. Dann hätte ich auch gerne mitgemacht, glaube ich. Ja, ein Gaststart. Wäre sicherlich irgendwie möglich.
Ja, aber wie gesagt, da muss ich halt erst hier iRacing kaufen etc. Ja, ja, klar. Ja, ich müsste mal fragen einfach so. Ich kann ja mal einfach fragen, ob für einen Rennen und da auch was für die Rennen. Das wäre eins nice. Mein erstes Mal iRacing Future. Fragen kostet ja nicht so. Ja, Lukas, mit der Bremse habe ich in iRacing bei dem GTE tatsächlich gar nicht so die Probleme gehabt. Also. Ja, man kann es auch einstellen. Also, man kann ja auch, also zum Beispiel jetzt bei mir habe ich es halt eingestellt, dass ich halt den Bremskraftverstärker oder wie man es auch immer nennen will, halt einfach doppelt so hoch gesetzt habe. Das heißt, wenn ich hier voll reinlatsche, kriege ich das Ding schon fast gar nicht auf 100% gedrückt. Okay. Dann komme ich eigentlich gar nicht so in die Gefahr, aber es ist trotzdem halt irgendwie schwierig, da so ein. Ja, Bentley. Der ist jetzt nicht schade, so wie der gedrückt hat. aber Bentley mal dezent Dirty Air gehabt. Ja. Ja, es ist schon was Eigenes. Ja, DC meckert doch gar nicht, Marco. Bist du ein Schatz? Come on, Baby. Sei mal ein Schatz, bitte. Ja, Torben, genau. Was? Er soll mich mal vorbeilassen. So, ja, mal gucken, erst Platz 10. Ja, ich weiß, aber er fährt gerade nicht, Er hat exorbitant hohen Damage. Ja, exorbitant ist noch wenig. Der Motor war schon raus. Ich verstehe das halt nicht. Na, die verlieren da aber schon mehr Zeit. You gotta be fucking kidding me. Das ist echt okay. So, weil ich habe mich mal ein bisschen eingelesen und von Leuten, die beides quasi verglichen haben, und die haben eigentlich gemeint, dass die Heusingfeld Sprint und die V3, zumindest mal mit Brake Performance und so weiter, dass sich das eigentlich wie nichts nimmt. Natürlich hat die Heusingfeld haben halt den Vorteil, dass sie halt frei einstellbar und so weiter sind. Please. Aber eigentlich nimmt sich das gar nicht so. Ray, ich bin mal kurz weg. Yellow 5 Minuten. Ja, ja. Dizzy, ich bin mal 5 Minuten weg. Ja. Torben, ja, ich war mal gucken, ich denke mal schon, ja. Dass ich Ende bleibe. Sein, ihr wollt nicht das werden, dann kann ich auch. Ich will mich da jetzt auch nicht reinschleichen. Faster car coming up behind you. Ja, Lukas, ja, ich glaube, es ist auch immer so eine Einstellungssache und so weiter. Ich habe auch tatsächlich bei meinen V3 sehr viele von diesen Brake-Dingern ausprobiert und viele Einstellungen und so. Und in iRacing habe ich jetzt die Einstellung noch nicht so gefunden, aber in zum Beispiel ACC oder Formel 1 oder so, da habe ich mittlerweile echt einen ganz schönen Sweetspot eigentlich. Ja, an die Leute, die bei DC gucken, ich glaube halt mal, da geht es halt drum, dass es halt ein Positionskampf zwischen 10 und 11 ist. Und ich glaube, wenn jetzt der. Alter, das ist jetzt nicht dein verschissener Scheiß-Ernst, Alter. Denke ich mal. DC auch vorbeilassen. Fuck you. Really, fuck you. Du bist. Fick dich, Alter. Sorry. Hab dich lieb, aber das ist richtig scheiße. Ja, Lukas, ich glaube, die Stärke ist halt, kommt halt auch ist von Mensch zu Mensch anders, ja. Jeder hat andere, redet halt anders rein, jeder erwartet was anderes. Dann ist ja noch ein großer Unterschied, ob man Schuhe anhat oder nicht, weil ich glaube, ohne Schuhe kannst du bei weitem nicht so viel Kraft reinstemmen. Boah. Heilern, Holz.
Maxinator am Montag. Ich hab's am Freitag, kam was dazwischen. Wieder da. RWB. So. Und gleich mal fragen, wie viel Kraftstoff er noch hat. 43. 41. Unten auch laut. Ja. Dann werde ich mich jetzt langsam mal ready machen, 28, 36. Ja, Stream Chat, spielen wir da. Wir könnten jetzt hier eigentlich an einem CP-Rennen teilnehmen. In Barcelona. Neue Phase ist da. Ich habe immer noch nicht ein einziges CP-Rennen besitzt. Ah, das macht doch keinen Spaß, ehrlich. Nein. Dann lieber Endurance rennen. Was gleiche Strecke kannst du drücken, wahrscheinlich 1 zu 1 Sekunden hin. Theoretisch ja, theoretisch könnte ich mir die Rechnerei jetzt sparen. Ne, Torben bin ich nie. Ich hab's immer vorgehabt und dann dachte ich immer so, ja, aber so untrainiert will ich da nicht rein, weil geht ja dann vielleicht um was. Und dann, ja. Wie man mich kennt, wenn es ums Training geht, habe ich ja nie Zeit und dann kam es natürlich auch nicht zum CP-Rennen. Ich mache mich gerade warm. Also, ich weiß nicht, wie man es ansprechen soll. Ja, das sollte passen hier, die Dinger. So, the Race Final. Da haben wir 3 Grad Unterschied, ne? Also eigentlich ein Kick. So, probieren wir das mal. Ach, jetzt bin ich Hotlap gegangen. Ach, ich bin so ein Dorftrottel, Mann. Aber wenn ich das richtig sehe, ist sie auch noch nie ein CP-Rennen gefahren. Der hat da auch noch eine einsame Null stehen beim CP-Wert. Ja, Christian hat relativ viel verpasst. So, ich würde sagen, um die 10-11 Stunden. Ist viel passiert. Was, da kann ja nicht viel sein, oder? Ja, Moritz, ich glaube, hast du jetzt mit dabei.
Ich glaube 23. Ich mache mich gerade warm, Moritz. Wir sehen das dann gleich, wenn ich wieder auf dem Server bin. Genau, Position. Ne, 22. Ja, ich hoffe, euch geht's allen da draußen gut. In den Chats. Ich habe beide Chats mal aufgemacht. Ich will jetzt natürlich auch gerne den Pisa-Chat aufmachen, aber. Kupi hatte keinen Bock mehr. So oder so ähnlich. Ja, ist ärgerlich sowas, ey. Aber wie du schon gesagt hast, immer bei ihm. Wir können das dann nach dem Rennen nochmal aufarbeiten, Moritz. Das ist nicht das Problem. Corbin, das wissen wir glaube ich nicht, oder? Nee, ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Er hat Internetprobleme, sein komplettes Internet ist halt ausgefallen. Konntet ihr dann noch connecten? Weil manchmal ist es doch irgendwie so, wenn man raus ist vom Server. Ja, nee, du musst da eine Reihenfolge einhalten, dann geht's. So, wenn dann Easy als erster. Genau, aufgibt. Genau, genau. Das ist nett, Jeff, aber Sektor 2 geht nicht mehr mit dem Auto. Welcher Platz ist noch rechnerisch machbar? Wer? Ich hab die, ich hab die Abstände gerade nicht im Kopf. Denk mal, maximal würde ich jetzt einfach so aus dem Bauch raus sagen, Top 20, aber höher muss man dann glaube ich oder weniger hin. Weil halt alle ja die gleichen Stintlängen haben durch die maximale Stintbegrenzung. Das sei ja eh groß, meistens keine Überraschung. Oh Gott. Das ist Waschbärleder. Info. Eine Schuhe oder was? Ja, ja, Waschbärleder. Extra Wildheit noch mit drin. Brauchst du mal noch so Racing-Handschuhe aus Waschbärleder? Buku Waschbärleder, genau. Perforiert. Dreifach gegerbt. Torben, ich glaube nicht, dass es die Lust auf Fahren bei Duki deswegen schwindet. Das ist, glaube ich, halt einfach auf einer ganz anderen Ebene ärgerlich. Aber ich glaube, das geht jedem von uns so. Wenn Technik nicht läuft, dann lässt das einem meistens keine Ruhe. Weil jetzt Internetausfall ist jetzt ein bisschen. Da kannst du eh nichts mehr. Oh.
klingt gar nicht gut. Oh wow. Car on the left. Clear on the left. Sorry dude. Thank you. I love you. Geht's ihm gut? Ja. Ja, Lukas, mach's gut. Gute Nacht. Car on the left. An Ilbrain. Man kann schon sehen in der Box dann halt. Kannst du den Reifenabrieb sehen. Aber während du auf der Strecke bist, nicht, das musst du dann quasi erfüllen. Habt ihr das Wackeln bzw. das Geräusch vom Vibrieren vom Lenkrad jetzt gehört oder was? Ne, die Frage war bei DC, wurde bei DC. Nee, weil hier gerade noch jemand im Streamchat die Geräuschkulisse geschrieben hat. Ah. SimRC. Ja, René ist gerade am. Ja, fährt ein solides Rennen. Ich glaube, er hat auch ein bisschen reintrainiert. Obwohl, dass ich ihn geben lasse. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab schon. Nicht so viel wie Vince, glaube ich, aber. Wärst du dann ready vor Luftdrücke? Ja. Vorne links 25,8. Ja. Vorne rechts 25,1. Ja. Warte. Mach mal dein nächste gerade. Hau rein. Hinten links 25,7. Ja. Hinten rechts 25,2. Neue Reifen auswählen. Volltank Schaden reparieren. Weiß ich noch nicht, wann das Nordschleifenrennen ist. Ich glaube, es gibt eh noch keinen Rennkalender von der VL. Nee, gibt's auch noch nicht. Also wüsste ich jetzt zumindest nicht. Ja, aber normalerweise ist das immer. Ja, Mai rum oder so, glaube ich. Oh. Auf jeden Fall noch im ersten Halbjahr. Marschu, nee. Nicht. Wir haben halt gesagt dieses Jahr, dass wir eigentlich. So spontan diese Endurance-Rennen mitnehmen. Wir halten halt unsere Augen und Ohren offen, wenn was ansteht und dann halt wer kann. Und dann denke auch mal, dass wir auch immer mal ein bisschen mit gemischt fahren, dass wir vielleicht auch mal bei WPS mitfahren, beziehungsweise auch vielleicht einer von WPS bei uns mitfahren. So habe ich das mal mit denen jetzt gesprochen. Dass wir auch vielleicht mit Bigpoint mit ein paar fahren oder so, dass wir da halt auch mit anderen Teams so ein bisschen. Wie viel Stint-Zeit hast du noch? Austausch sind alles ein bisschen lockerer und. Ich denke nicht, eine Stunde. Ich habe jetzt noch vier Runden. In der gleichen Besetzung, was ja aber auch nicht schlecht sein muss. Hast du die noch und dann kommst du rein? Ja. Denk
meine, mit die Seewehren war auch auf jeden Fall ein oder andere Rennen, wenn da Interesse besteht. Wenn ich die letzte Runde frage, sag mir bitte mal dein TC und so, dann stelle ich das gleich mit ein. Ja, ja, das sowieso. Du brauchst das nicht machen, dann kannst du frisch starten und dich darauf konzentrieren. Also nicht, dass ich glaube, dass du es verkackst, aber... Chef, ich mach das selber, ich krieg das schon hin. Okay. Ah, ja, gut, er hat ja. Ich hoffe. Ja. Nee, weil ich schon Stizzy nicht verstanden hätte. Ich glaube, ich hab dich aussehen abgewürgt, Ray. Ja, hab schon gelesen. Das war nicht mehr da. Ja, das ist gut. Da ich jetzt halt nicht weiß, was jetzt angekommen ist und was nicht, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich wollte bloß, das war jetzt zu viel Info für mich, zu viel durcheinander. Alles gut. bis 25.04. ist 24 Stunden los. Ey, Kialami, müssen wir auch mitfahren. Wir hatten schon im April. Was gehört? Kialami müssen wir auch mitfahren. 12 Stunden ist das, ne? Ja, das ist so eine geile Strecke. Ich liebe die. Da auch ein AC oder wie? Ja, ja. Die ist genauso. Da habe ich glaube sogar noch in der VR mit einem Audi die schnellste Zeit. Müssen wir mal noch gucken. War glaube ich bisher noch keiner schneller dort. Also du hast jetzt noch eine Stunde 33. Ja, genau. Das passt schon. Du gehst dann nochmal ins Auto. Ich fahre jetzt voll, gebe alles und dann bist du nochmal dran. In! Ja, Marschu, ich glaube, Spa werden wir halt in ACC fahren. Ja, da müssen wir nicht unbedingt in AC fahren. Du müsst mich dann noch anfordern, Bissi. Ja, mach ich gleich. Du solltest übrigens jetzt die Runde reinkommen. Ja, mach ich auch. Car on the left. Clear on the left. Halt wieder runter, Digga. Entspann dich. Den Veranstalter an, die sie auf dem Server zulassen. Ach, apropos 24-Stunden-Rennen, weil das Marschu gerade geschrieben hat. Die VMS hat in 100 Tagen, also ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Tage her, da gab es so ein Banner 100 Tage, bis 24 Stunden Spa. Da fahren wir wahrscheinlich auch mit. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Nee, wir fahren. Also ich habe ja mit Niklas Ahnke und mit Dingens da gesprochen von der Leitung von VMS und wir haben sogar normalerweise, also wir werden auf jeden Fall unseren Platz bekommen, sagen wir es mal so. Ich kann mir mal ein bisschen den Boden lassen. Soll ich jetzt reinkommen oder nicht? Ja, bitte. Okay. Nee, wie gesagt, also in AC denke ich nicht, dass wir Spa mitnehmen, weil wir es eben in ACC fahren, eben wie gesagt. Daytona ist ja bis Ende des Jahres. Bock hätte ich schon, weil Daytona finde ich eigentlich cool. Ganz auch letztes Jahr cool, auch wenn das Ergebnis natürlich nicht so geil war, aber die Stimmung war richtig nice. Du musst mich noch als Fahrer. Achso, du hast schon. Gut. Jo, das habe ich schon gemacht letzte Runde. Bist du doch oben? Ich hab's gerade jetzt erst gesehen. Und Jan Marschu, ja. Also. Das wär's. The fuck? Hat er jetzt den. Ja, oder? Franz, viele Dinge sind passiert. Zündung ist an. Okay. Okay.
Schaffen wir noch Top 10? Nee, das muss ich dann im Stream noch ändern. Info. Da war der Stand noch eine andere. Du musst dann aber. Kann mal nachfragen. Weiß ich nicht. Du musst dann auch 110 sehen, ne? Ja, mach ich gleich. Okay. Ab 10 oder ab wann willst du? Ja, das ist mir Bums. Kannst du ab 3, das reicht mir auch. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Michael ist ein Pinguin. 8. Michael ist toll. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und abfahren. Darf ich einen zweiten schalten? Nee. Und einen Pit immer da rausmachen? Halt die Schnauze. Versuch doch mal, ist keine gute Idee. Das mag ich, das möglichst du es nicht. Das haben wir dann im Replay nochmal überprüft. Ja. Ja, Mizi, das ist schön, dass du da bist. Hi. Oh, Positionskampf. Das kannst du aber nicht mal wollen. Ja, du hast aber nicht. Ja gut, was soll ich sagen? Haben wir das Beste draus gemacht, glaube ich. Das trifft ganz gut. Haben wir das Beste draus gemacht? Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Ach, ich ärgere mich darüber nicht. Bringt ja eh nichts. Wir können jetzt. Seid ihr noch da? Ja, du redest in Teamspeak und Discord. Wir reden nur im Discord, ja? Nee, im Teamspeak, jetzt im Teamspeak und Discord. Gut, habe ich jetzt abgeändert. Bye. WB, Dizzy. Ja, WB. Das ist tatsächlich eine gute Frage, warum mein SA auf 91 gesunken ist. Das verstehe ich allerdings auch nicht. Du übernimmst, ich glaube, sobald der Vorfahrer das Ding beendet, übernimmst du seinen. Nee, keine Ahnung. Nö, meins war nicht so niedrig. Ganz komisch. So niedrig war meins nicht. Darfst du halt nicht so fahren wie so ein Rüpel. Alles klar. Ja, habe ich mir gedacht, dass Xen drin gegangen ist. Ich wäre auch gegangen. Ja, der hatte Kopfschmerzen. Ja, ist ja richtig. Da ist gut. SA Safety Rating. Also wie sicher man ist anderen gegenüber. Also das mit dem Platz machen müssen echt einige Menschen nochmal üben, ne? Auch wenn sie vorne sind. Ja, hat man gesehen, war halt. Vor allem die sind ja dann in die Box rein, ne? Richtig, richtig doppelt ärgerlich sogar. Ja, der hat mich halt irgendwie 4 Runden ausgebremst, der Dude. Das ist aber halt auch immer das Problem, wenn Leute positionstechnisch vor dir sind, die wollen das dann irgendwie nicht wahrhaben, dass jemand, der eine schlechtere Platzierung hat, jetzt schneller ist in dem Moment. Das muss man halt dann echt nicht verstehen. Aber ja, da habe ich mich auch schon ein- oder zweimal drüber aufgeregt, über sowas. Man munkelt, dass dem so sei. Naja, der Mercedes und der Porsche, die haben halt zugemacht für ewig und 3 Tage, obwohl sie halt wirklich viel langsamer waren. Hi Max! Leider. Ja, sag ja, das ist dann immer so ein, ich weiß nicht, so eine Art Ego-Problem in dem Moment. Man will es dann nicht wahrhaben oder ach, keine Ahnung, was das soll. Ich verstehe es auch nicht. Gerade bei bei Endurance finde ich, das ist völlig irrelevant.
Ja, war hat ein bisschen, hat so die ein oder andere unangenehme Situation hervorgerufen, weil man einfach überhaupt, man wollte halt vorbei, hat Licht drüber gegeben, aber naja, war kein Platz, wollten nicht. Und dann fahren sie in die Box rein, das war so, okay, alles klar. Nice Meme. Ja, das Rennen war generell, glaube ich, ein nice Meme. Ja, ist halt Bathurst, ne? Ja, ich konnte am Ende, ging nicht mehr. Ich hatte zu viel Schaden. Ich konnte nicht mal mehr hier den Berg ordentlich hochfahren. Da war nichts mehr drin. Leider. Da wollte das Auto nicht mehr. Ja, vor allem, ich hab's ja gesehen, ständig warst du halt so der Dritte, wenn man so möchte, der gar nichts aus der Situation konnte und naja, vorne dran schießen sie sich weg. Das ja, der Mercy, der Querstand war einfach der Geilste. Ja. Alle fahren vorbei, ich stehe da, okay. Da war aber auch, da konntest du echt nicht vorbeifahren heute. Nee, natürlich nicht. Was willst du machen? Das ist halt das Kritische halt an Bathurst, dass halt links und rechts halt nirgends Platz ist. Also du könntest nicht mal quasi off-track ausweichen, weil Mauer, ne? Ja. Die gelbe Leuchte ist, wenn Michel flasht, also wenn er es nicht... Oh, wieso warpt denn der jetzt so? Ja, Heiko, ich nenn's halt so, ne? Ich denke, das beschreibt, glaube ich, das aber ganz treffend, was es bedeutet. Weil man hat ja keinen Nachteil, einen mal vorbeizulassen. Also es wäre ja kein Nachteil gewesen für die DC vorbeizulassen. Hi Maximilian! Die Durchfahrstrafe war der Knaller. Ich weiß gar nicht warum, aber ich wollte die, ich wollte den Pitlimiter anmachen, weil ich dachte, der ist aus. Nein, du hast den zweiten Gang geschalten, du Horst. Der war an. Ja, irgendwas war da komisch. Ja, du hast den zweiten Gang geschalten. Wahrscheinlich. Da geht er aus. Ja. Wir haben ja, das im Replay schon ausgewertet. Na, das ist ja gut. So ist Binky noch im Chat bei dir, Michel? Weiß ich jetzt nicht. Kann ja, momentan nicht gucken. Ja, du sollst ja auch nicht gucken. Ich sag das in dem Fall, dass er selber zuhört. Der Tabasco-Tiger, ich verstehe die Frage nicht. LOL, ich hab grad ne Cut-Warning bekommen. Ja, weil du die, da kriegst du die da vorne, ja. Ja, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen zügeln, ich überfahre das Auto gerade. Naja, ich glaube, heute ist das Ziel, ins Ziel zu kommen. Ja, das wird nicht das Problem sein. Sag das nicht. Dank Escape. Sag ich auch immer. Sag das nicht, Michel, du. Ich will das noch kommen, dass irgendwas explodiert oder so. Ja gut. Ist es zwar ein bisschen gemein, dass ich das sage, aber du musst es so sehen, Duki fährt nicht mehr. Das heißt, die Chance, dass das passiert, ist gering. Bei ihm könnte man es echt nach seiner ganzen Historie, was da schon alles passiert ist, könnte es halt echt sein. Ey. Ey, wenn ich den nächsten Stint einen vor der Fresse hab und dann dem nicht vorbeikomme, glaube ich, dann springe ich aus dem Blitz. Ohne Scheiß. Jeder Stint, Ray. Jeder. Ohne Witz, so sah jeder Stint aus. Jeder. Immer irgendeiner, der nicht Platz machen wollte.
Und auf der Geraden, weil sie halt alle Top-Speed-Setup haben, kommst du nicht, halt nicht durch. Und auf dem Berg bremsen sie sich mal aus. Echt jeder Stint. Außer, na gut, der erste nicht. Da hatte ich keinen Verkehr, da nicht Glück. Alter, Alter. Kannst du nicht ausdenken, Scheiße. Das ist Ray von Pixelhelden. Also Brinky ist noch da, Ray. Danke. Hätte es fast nicht gesehen ohne dich. Michel fährt auch so viel schneller. Michel fährt fast 1,5 Sekunden schneller als ich, auch wenn ich ein heiles Auto habe. Also, das liegt jetzt nicht nur unbedingt am Reparieren. Der Michel hat auch extra PS eingebaut. Gaskanonen-Setup. Genau. Also Michel ist heute Morgen im ersten Sinn 2,15 gefahren. Schnellste Zeit immer noch seit heute Morgen. Aber das, ja. Das Wetter ist auch gerade nicht sehr geil zum Fahren. Also ja gut, ihr seid ja in der Nacht gestartet, da ist es auch kühler, das ist dann klar, dass da die Zeiten am Mittag. Ja, aber das ist dann, nee, das waren keine Optimaltemperaturen, weil die Reifen noch ausgekühlt sind dort. Also dem zweiten Stint war das dann schon besser. Warum bist du wo da das dann, wo Zeit das gefahren? Dann das ist schon fein. Verkehr. Verkehr. Ja, den merkst du, den Unterschied zwischen dem Tank, ja. Also das merkt man sehr extrem. Das ist nur bei, wenn du solche langen Stints fährst, macht es nachher keinen Unterschied, weil deine Reifen hinten raus, deine Reifen sind hinten raus nicht mehr so gut. Das heißt, das gleicht sich irgendwann ein bisschen aus. Also man fährt ein bisschen schneller, aber so viel schneller nicht. Warum seid ihr 22. Lange Geschichte. Also die Kurzform ist, Zentren hat heute Nacht nicht viel geschlafen, konnte also sein ganzes Potenzial nicht ausschöpfen, ist auf 8 runtergefallen. Dugi hat das Auto auf 7 übernommen. Dugi hat einen Game Crash gehabt, wir mussten alle vom Server runter. Ich habe das Auto übernommen, bin 14. gewesen, habe mich rangekämpft, habe eine Stunde im Verkehr gehangen, habe das Auto übergeben. Ja, was war denn dann noch? Achso, Xentren hat es dann auch noch einmal komplett erwischt. Also, da stand einer auf der Strecke und Xentren ist volle Rotze drin. Also, Auto komplett kaputt. Nur, dass er reinfahren musste, reparieren. Naja, und jetzt sind wir hier. 23. Also, ich sag mal so, es lief alles relativ suboptimal heute. Um es nochmal nett auszudrücken. Kref, dankeschön für 5 Hütten. Nochmal 5 Hütten. Und danke, dass du Dimka hinzugesteckt hast. Und C2HO. Und Deda. Und Herr Kellerkind, dankeschön für 4. Techniklogger, danke für dein Prime. Und Kref, dankeschön nochmal für 5. Also ich sag mal so, alles in allem kannst du, hätten wir eigentlich schon nach 6 Stunden abstellen können, das Auto. Aber wir fahren trotzdem zu Ende. Oh, ich habe Angst vor dem Audi. Ist das der Audi?
Ja. Oh ja. Warum hat er euch mal abgecrashed oder was? Nee. Na, aber der ist halt ziemlich wild unterwegs hier auf dem Track. Der beherrscht das Auto nicht ganz so. So, also quasi wie ich im 911 Cup bei iRacing. Nee, sowas machen wir nicht, Thinking. Wird immer bis zum Ende durchgefahren. Also selbst wenn alle ausgemacht hätten, wäre ich noch bis zum Ende gefahren. Sowas mache ich nicht. Das gehört sich. Ja, man muss ja auch vorstellen, es ist ja, wenn jetzt jeder so denkt, oh, es läuft nicht optimal, ich schalte ab. Wie soll sich dann der fühlen, der das Ding am Ende gewinnt, wenn er der Einzige noch ist auf dem Track? So, also jetzt im übertriebenen Sinne. Deswegen, das macht man einfach der Fairness wegen allen gegenüber eigentlich. Ich finde es auch immer sehr unsportlich eigentlich, wenn jemand einfach nur, weil es nicht nach seinem Strich geht, einfach abstellt. Also, egal wie hart es kommt, da zieht man eigentlich durch. Sein halt technisch, von der technischen Seite oder so geht's nicht. Ne, wenn jetzt halt Formel 1. Das ist, tatsächlich habe ich mich danach auch sehr, sehr, sehr krass entschuldigt. Und es war auch tatsächlich das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Außerdem war das auch ein Spaß-Event, wo es... Wie viele Runden sind wir da gefahren? 10? Das ist ein bisschen nochmal was anderes wie ein Endurance-Rennen. Oder. Aber ja. Nee, cool war das auch nicht, tatsächlich. Ja, vorbeilassen ist schwierig. Das ist so, wie Ray vorhin schon gesagt hat. Manchmal hat man so Situationen, die schätzt man dann halt falsch ein und naja, Leute wollen nicht lupfen und nicht viel Zeit verlieren und... Eigentlich ist dieses Ganze, also gerade jetzt blaue Flagge-Regeln zum Beispiel, es ist eigentlich so, so super simpel und einfach, aber ich habe so das Gefühl, gerade in ACC sind so viele, die da mitfahren, die haben zwar eine gute Speed, aber von solchen Regeln haben die, glaube ich, noch nie gehört. Also es ist mir echt aufgefallen, wie oft manche da einfach... Ja, das ist überhaupt nicht verstehen, wie das funktioniert. Nee. Versuchen dann in Kurven irgendwie komisch Platz zu machen und so. Also richtig weirde Situation, als ich dir die letzten Rennen dazu schon gesehen habe. Dabei würde ich jetzt sagen, es gibt so... Ja... Ich weiß nicht, wie viele Regeln, aber es gibt so ein paar wenige Regeln, die man eigentlich jeder sich merken kann. Linie halten ist so was, wo ich sagen würde, allgemein im Motorsport ist so ganz, ganz wichtig. Einfach nicht ständig die Linie wechseln wollen. Gerade wenn es zu zweit in der Kurve geht, dann wenn du außen bist, bleibst du außen, wenn du innen bist, bleibst du innen. Und ansonsten auf den Geraden auch. Ja, hältst die Spur, auch nicht dieses Vorbeifahren und direkt wieder voreinziehen auf der Bremse oder solche Situationen. Danke, das ist alles, was halt Unfall produziert. Und eure Unterstützung. Dann bremst du halt innen rein an oder so, wenn du nicht klar vorbei bist. CRAEF giftet A-Tier 1 Sub-2 Challenger 86. They have given 25 Gift Subs in the Channel. Ja, weil Ray letztens bei uns voll reingedived ist. Suzuka. Da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln drüber. Das war übrigens, glaube ich, gerade der Audi. Nee, das war ein anderer Audi. Die Situation allerdings in Suzuka, das habe ich auch im Nachhinein mitbekommen. Ihr wisst aber schon, dass das euer Fehler war, ne? Ich hab da gar keinen Bock drüber zu diskutieren. Das entscheidet die Rico, Alter. Das sind einfach immer so Diskussionen wie iRacing oder ACC und ach. Das ja, ist vorbei. Dizzy, jetzt mal eine kurze Frage. Ja. Duki ist ja jetzt wirklich ausgefallen. Ja. Willst du nochmal fahren? Nein. Ich kann noch fahren, ja. Also ich hab auch richtig Bock auf fahren. Gut, dann fährst du nochmal. Oder soll ich jetzt. Also, naja, wir können jetzt den Streamer-Bonus machen und Mimimi machen und dann kriegen wir das. Also, das nein, wissen wir, dass nein, wir das kriegen. Ist ja nicht so. Es ist ja im Regelwerk ist ja festgehalten, falls ein Fahrer ausfällt. Weißt du, was ich meine? Aber pass auf. Michel. Der Drops ist eh gelutscht, du fährst. Michel, Ende der Diskussion. Michel, möchtest du dich gerne 2 Stunden austoren? Das ist antworte ja jetzt. Anderthalb Stunden. Ja, möchtest du oder möchtest du nicht? Antworte ehrlich. Ich würde schon gern fahren. Dann ja? Fährst du die letzten 1,5 Stunden. Fertig. Ich bin heute 3 Stunden gefahren und ich habe heute Verkehr am Fuß, also gönn dir. Dann klär das aber mal bitte noch ab. Im Discord. They have given 26 Gift Subs in the Channel.
Also nur, wenn du nichts dagegen hast. Maga, gönn dir, ohne Scheiß. Ich steck heute im Verkehr fest, so. Du bist heute sehr wenig gefahren, gönn dir. Hau rein, komm. Wen schreibe ich denn da am besten an eigentlich? Wahrscheinlich. Oh. Also Ray, ich wollte dich da jetzt übrigens nicht absägen, ne? Ich diskutiere halt einfach immer über solche Sachen, immer im Nachhinein nicht so lange und gerne. Ich muss da auch nicht drüber diskutieren. Für mich war die Sachlage damals schon klar und deswegen. Für mich gibt es auch nichts wenn's, zu lachen. Wenn es die Rennleitung erlaubt, ja, Tom. Für dich gibt es da nichts zu lachen? Das ist einfach so generell ein Lachen. Alles gut. Ja, ich habe jetzt mal gefragt, Michael. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. CRAEF giftet A-Tier 1 Sub to Dirge 2014. They have given 27 Gift Subs in the channel. Ja, ich habe mal nachgefragt. Mal gucken. Ich warte mal auf eine Antwort. Okay. Treff, danke, dass du dir eins zugesteckt hast. Vielen Dank. Ey, mein ganzer Pullover ist nass, ne? Kannst du ausbringen, das Ding. Ja, warum fährt man denn aber auch mit Pullover? Fettverbrennung? Auf jeden. Außerdem ist Winter, ich habe keine Heizung an. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. CRAEF giftet A-Tier 1 Sub 2 Kampfschnitzel. They have given 28 Gift Subs in the channel. Hast du heute Spendierhosen angegriffen? Ich habe keine Ahnung, Apollo, was im Titel steht. Das habe ich heute Morgen im Halbschlaf gemacht, weil weil Michel mir schon um 9 Uhr geschrieben hat, er will irgendwas testen. Um 9. Um 9. Hat er nochmal ein spezielles Setup erstellt oder was? Ja, ja, die Aero nochmal komplett weggenommen, dass wir fliegen am Berg. Ja, ja, aber den Berg überspringen. Wie es die Kangaroos machen. Kangaroos. Oh mein Gott. Ich, ohne Scheiß, ich habe noch nie so geschwitzt beim Autorennfahren wie heute. Meine Herren. Ich habe schon Rückmeldungen gekriegt. Mal gucken, was die Stewards sagen. Aus welchem Grund ist der Fahrer ausgefallen? Internetprobleme. Sein Internet ist quasi non-existent. Es ist gone. Man könnte meinen, er wurde in das Jahr 1800 gebeamt. Kurz vor Vodafone. Moinsen, Magga. MS giftet A-Tier 1 Sub to Vespa. This is their first gift sub in the channel. Da steht Bar. Ach, ist eigentlich egal, was da steht. Also, aufgrund der langen Tipperei gehe ich davon aus, dass wir es nicht machen dürfen. Also, ich glaube nicht. Weil ich ja noch die Rest in Zeit habe. Also, ich kann den letzten Sinn fahren. Du hast ja noch 56 Minuten. Naja, ich würde die restliche Zeit fahren.
Und Michael kann bis dahin, also bis 50 Minuten vor Schluss, sag ich jetzt mal, wird er ja locker schaffen. Hat er noch 18 Restrunden bei einer Rundenzeit von über 2 Minuten, kann er noch über eine halbe Stunde fahren. Also Michael, du sollst mir Bescheid sagen, wenn kurz bevor deine Zeit abschreitet, dann soll ich dir Bescheid geben und dann nimm die Strafe weg. Also du kannst jetzt durchfahren, wenn du möchtest. Dankeschön. Na klar, habe ich gerne gemacht. Kreff, danke, dass du Kampfschnitzel und Dirk einzugesteckt hast. Und Emmis, danke, dass du Fuespa einzugesteckt hast. Ach, dann, dankeschön. Was diskutiert denn ihr jetzt hier in meinem Chat? Schluss damit! Moinsen, Magger! CRAEF giftet A-Tier 1 sub 2 suffix Cs. Also, wenn es keine eine böse Diskussion ist. Ansonsten könnt ihr natürlich gern. Sonst könnt ihr natürlich gerne diskutieren. Ich glaube, das wird nur ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Ich habe nur versucht, so ein paar allgemeine Mechaniken zu sagen, was man halt beherzigen kann, gerade im Endurance-Motorsport, um mögliche Unfälle einfach von vornherein auszuschließen. Und dann wurde darauf hingewiesen, dass ich doch auch immer Fehler mache und ich jetzt nicht so quasi auf scheinheilig machen soll. Und dann habe ich halt nur entgegnet, das habe ich auch nicht behauptet. Es ging mir nur um die Mechaniken, nicht um generell Fehler machen. Und dass man die natürlich nicht immer zu 100% umsetzen kann, ist ja auch klar. Aber wenn man es halt versucht, sich daran zu halten, dann kann man vieles verhindern, bevor es überhaupt entsteht. Das war die Grundaussage. Okay, alles cool. Weil die Ausgangsaussage war ja von Dizzy, dass er gemeint hat, dass einige da noch ein bisschen was zu lernen haben, was das halt Platz machen und so weiter angeht. Und das habe ich ja nur quasi damit bestätigt. Dizzy, ich brauche da mal meine Reifenluftdrücke. Jetzt schon? Jetzt sagst du mir mal bitte. Das sind die, die im Teamspeak sind, ja? Im WhatsApp, ja? Genau. Okay. Vorne links 25,8. Ja. Vorne rechts 25,1. Ja. Hinten links 25,7. Ja. Hinten rechts 25,2. Okay, danke. Aber gerne doch. Ich glaube, ich habe heute auch das allererste Mal in einem Autorennen gemeckert, Leute. Über was? Gemaggert. Ich habe gemaggert heute. Ich habe heute das allererste Mal gemeckert, ja. Ja, das heißt nur, dass du ehrgeizig bist. Ich bin Erfolgsverweigerer. Das war der beste Beiname zum Nickname ab heute. HC Dizzy - Erfolgsverweigerer. Das wird nochmal so eine Special Edition für eine Cap, wo das steht dann hinten auf der Stirn drauf. Erfolgsverweigerer. Großer Fan. Ach, lass uns nicht drüber reden, Jax. Lass uns einfach das Rennen heute abschließen. Ich glaube, das ist das Beste. Es entstehen nur sinnlose Diskussionen. Also jetzt, Ray, das war jetzt nicht auf dich bezogen, okay? Also es entstehen nur sinnlose Diskussionen. Ich habe eigentlich auch schon gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Heute war alles scheiße, fertig, Punkt. Kurz vor. Was war jetzt mit mir? Wegen Diskussion, das meine ich gerade, weil ihr ja gerade drüben diskutiert habt. Deswegen. Ach so, ja. Für mich ist das noch keine Diskussion, aber ja, ist okay, alles gut. Nein, weil du im Chat drüben diskutiert hattest, Mann. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das war jetzt eigentlich eher nur so eine Aussage und eine zweite Aussage und
fertig. Und zwar, da gab es jetzt keinen groß zu diskutieren. Ich brauche einen Bot. Ja, das kommt bei YouTube, das Rennen. Das gibt, uncut. Das kommt uncutted bei YouTube, ja. Und dann könnt ihr alle schön Daumen runter drauf ballern. Und bei Duki erstmal fragen, wann DTM-Videos kommen. Da freut er sich. Ripper Moinsen übrigens. Das machst mal Photonlaser an auf dem Berg, oder was? Fäden. Ihr werdet schön Platz 23, ihr werdet alle Register gezogen. Photonlaser geladen. Piu, 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 piu. Kann ich bei YouTube dann auch zurückspulen? Bei YouTube kannst du auch zurückspulen, ja. Aber nur bei Michel im Stream. Du kannst nur bei Michel zurückspulen. Das ist Michel exklusiv. Wo ist Duki? Duki hat leider komplett Internetausfall gehabt heute. Ich glaube, wir haben bis auf Michel, also wirklich bis auf Michel, haben heute alle Ausfall gehabt. Ja, ich glaube, Michels Grafikkarte wäre heute kaputt gegangen, aber er hat ja rechtzeitig eine neue gekauft. Da hat er noch mal so sieht's aus. Genau. Verkauft er jetzt nur jemand anderen. Auf Würfelhusten hatte ich heute echt alles, MSU. Also ehrlich, der zweite Stint vorhin, da habe ich richtig gewürfelt. So viel essen konnte ich gar nicht, wie ich kotzen wollte. Was ist mit Rampys Aufstieg? Der ist dran. Ich fällt mir gerade ein, ich muss ihm noch eine Steckdose leisten bestellen. Aber ich möchte... Weil ohne Strom kann er ja nichts machen, du. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass ich großer Fan von Mercedes bin mittlerweile. Gutes Auto. Ja, VIP-Leasing incoming, oder wie? Nee, das Auto ist echt gut hier. Also jetzt mal, weil ich das gerade sehe von Bufo in Hell. Wenn ihr beeindruckt seid von Michel, dann abonniert ihn bei YouTube. Der ist wirklich gut. Ist ein guter Fahrer und ein sehr toller Mensch. Wenn das mal meine Freundin sagen würde. Die sagt bestimmt sowas wie, Schatz, ich liebe dich. Das klingt doch anders. Also das bezieht er jetzt halt auf den guten Fahrer. Das mit dem guten Mensch, das sagt sie auch. Aber das mit dem guten Fahrer kann sie anscheinend nicht sagen. Knipser, vielen, vielen Dank. Ich musste jetzt erstmal bergfahren, bevor ich mich bedanken konnte. Power Heringe für den Pinguin. Nom nom, alles klar. Das schmeckt. Dankeschön, nein. Knipser. Also Power Heringe hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Waschbärringe? Ich glaube, ich werde die Tage, glaube ich, mal leer den Mercy fahren. Mal gucken, ob ich eine 2-2 oder 2-1 schaffe. Glaube nicht, aber mal gucken. Ja, On-Track ist immer so eine andere Sache für sie. Das darfst du nicht vergleichen. Was meinst du? Wenn du im Renngeschehen bist, fährst du immer andere Zeiten. Also ich komme jetzt hier an meine Zeiten, die ich vor uns beim Warm-Up gefahren bin, auch nicht ran. Nee, das weiß ich ja, das ist ja okay, aber dafür bin ich heute... Na doch, ich habe meine Zeiten geschafft heute im ersten Sinn. Ohne Verkehr. Also ich war sogar noch schneller. Komischerweise. Laura fährt das nächste Mal anstatt Duki. Ich weiß nicht, ob Michel und Laura noch jemals mal im selben Auto sitzen werden. Das bezweifle ich auch ganz stark. Mhm. Was hast du denn da schon wieder für eine Bombe gedroppt, Michel? Warst du unhöflich? Nee. Ja. Hat einen anderen Grund. Ich weiß ihn nicht mal, ich will ihn aber auch nicht wissen. Das ist eine Sache zwischen den beiden. Ja, gut. Malo, ganz einfache Geschichte. Er hat unser Team damals im Stich gelassen. Punkt. Ende der Diskussion.
Entweder man ist loyal oder man lässt es halt komplett bleiben. Oh, ganz einfach. Hör auf mit dem Thema, du fährst scheiße. Okay. Habe ich zwar einen anderen Standpunkt, aber... Okay, nein, das, der das, Grund ist, das ist der Grund. Okay. Ich dachte, da war irgendein Unfall on track und dann ist es so eskaliert. Ja, ne, das kommt da ja schwer hinzu. Okay. Ja, also ich hab René aber eigentlich die Freigabe gegeben, also von meiner Seite, aber er hat ja gefragt, ist ja nicht so, dass er einfach gegangen ist. Aber gut. Hier sind ganz schön brisante Themen on the table heute, ne? Okay. Ich dachte halt, Reisende soll man nicht aufhalten. Außerdem wäre das nicht mit gewesen, dann wäre ja die Situation mit Dizzy und Daytona gar nie zustande gekommen. Und okay, alles klar, ich schreibe dann nachher gleich. Danke, René. Ja, ich habe Dizzy kennengelernt. Ja, eben. Ich habe Dizzy kennengelernt, klasse Typ. So, du brauchst nie wiederkommen. Tschüss, hau rein. Da musst du auch immer das Positive draus ziehen. Zu heiß, Torben. Reifen sind zu heiß. Das ist der Grund. Ach so, da, also für den bin ich eingesprungen. Okay, verstehe. Nee, also René hat halt irgendwie ein Angebot oder wie auch immer eine Möglichkeit bei einem anderen Team bekommen. Die ist halt ein ganz bisschen professioneller als wir angehen, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, weil wir sind schon ein ziemlich professioneller Haufen in gewissen Themen. Und er hat mir damals gefragt, ob er das halt annehmen kann und er würde uns trotzdem noch aushelfen, irgendwie bliblablub. Und habe ich halt gesagt, nee, komm, dann konzentrier dich auf jenes und wir kommen schon irgendwie klar. Und ja, dann. Ich war also nur ein Lückenfüller, ja? Ach Mensch, laber nicht so ein Blech. Nö, das hat ja gar nichts mit dem zu tun. Ist ja nicht so, dass er jetzt ein Lückenfüller wäre, ja, wenn er danach wieder da gewesen wäre. Mhm. Das ist ja... Mhm. Naja. Dann kann ich ja doch ganz zufrieden sein mit meiner Scheißleistung beim 24er, wenn ich nur Lückenfüller war. Dann war der 3-Stunden-Sint in der Nacht ja doch gar nicht so schlecht. Deswegen hat Michel mich auch so lange warten lassen in der Nacht. Noch eine halbe Stunde länger fahren lassen. Naja, shit, langsam geht mir Licht auf. Wir brauchten ja einen Dummen, der nachts fährt. Der Witz an der ganzen Sache ist so, habt ihr das noch kommuniziert? Keck W, sagt er. Ui, er hat's gelernt. Oh mein Gott, ich hab's gelernt, Mann. Er hat's gelernt, Keck W. Hier, Chat, Michel hat das erste Mal KickW gesagt, aber du gehst los. Hey. Du bist eher eine Prothese? Ey, ohne Scheiß, bei diesem Rennen hier habe ich so viel trainiert, dass ich heute nicht der Schlechteste war, okay? Das habe ich vorhin schon gesagt und das habt ihr gehört, dass ich Dizzy in den höchsten Tönen gelobt habe. Also, dass er da so rein trainiert. Da war Ray sogar mit dabei. CRAEF giftet A-Tier 1 zu Pinguin-Motiv. They have given 30 Gifts in the channel. Gerne doch. Rev, dankeschön. Nee, deswegen, ihr habt auch schon gesagt, es ist super schade, dass es dann nicht so lief, weil ihr habt da auch schon echt gut rein trainiert. Ich meine, auch Duki hat für seine Verhältnisse ja viel trainiert. Wow. Duki hat für seine Verhältnisse trainiert. So, hat sich jemand schon mal mit Pitwall beschäftigt? Nee, wieso? Have given 31 soll ich das machen, Gift-Subs oder was? Soll ich ja, es wäre jetzt... Ich möchte wissen, was die schnellste Runde ist. Ja, ich guck. Die schnellste Rennrunde. Pitwall. Das ist bestimmt das Rennen heute auf der Startseite irgendwo, oder? Halbes Syndicate-Stream hier. Vor allem das Geile ist, ich gehe auf Pitwall und dann wird mir ein Stream angezeigt, wie einer Rust spielt. Super. Ich bin's nicht. Herrlich, ey.
Dizzy hat sich reingehackt. Hä? Ich stream doch gar kein Rust. So noch nie gestreamt, glaube ich. So, ich? Ja, das war Spaß. Achso, ich wollte gerade sagen. Du hast gestern Rust gespielt, während Squally lief. Das habe ich mitbekommen. Was ist denn das jetzt hier für ein Schuss aus der Unterwelt wieder? Andere Schnauze. Pass mal. Ray, jetzt pass mal auf, Ray. Ich wollte gestern gucken, wie Squally ausgeht. Und dann bin ich erst zu dir gegangen und habe ich gesehen, dass du streamst. Und ich sage, prima, gucke ich rein. Dann sehe ich, dass du Rust spielst. Dann gehe ich zu Michel und sehe, ja, der fährt Squally. Warte kurz. Andere Menschen müssen auch arbeiten. Der Duki wird hier überhaupt nicht gedisst. Ich kann das jetzt nicht ganz so alles mitverfolgen. Lass mir ja mein Duki in Ruhe, da gibt's Ärger. Duki wird doch nicht gedisst. Hä, wollte ich gerade sagen, wer hat denn Duki gedisst? Na, ich glaube, im Chat haben sie irgendwas geschrieben, sonst hätte das Thorsten jetzt nicht geschrieben. Leute, generell, ohne Scheiß, wenn es nicht läuft, dann ist das... Es ist eine Teamleistung, ne? Wenn einer scheiße ist, sind alle scheiße. Also ich sehe jetzt gerade nichts, aber das ist... Ach, das ist sowieso Quatsch. Wie die sie sagt, man fährt als Team und ich glaube, in genau. Den Konstellationen, wo wir uns bewegen, geht es uns erstmal auch darum, dass man gut miteinander auskommt, eine geile Zeit hat. Und das Fahren ist dann so... Ja, toll. Toll, Ray. Und Michel ist der Letzte, der noch da ist. Super Zeit am Ende heute. Hä? Ja, da, mit Michel kann man nur eine super Zeit haben. Ja, ist so gut. Oder soll man eine schlechte Zeit mit ihm haben? 1-3, okay. Meinst jetzt wegen der Rundenzeit, ne? Nee, gut, wir haben sie. 1-3 ist momentan die schnellste Rundenzeit. Ich wollte nur einen Witz machen und so tun, als wenn man nur schlechte Zeit mit Michel hat am Ende. Und ich hätte mir gern Duki zurückgewünscht. Aber Witze sind halt doof, wenn man sie erklären muss. Ist egal. Ja. Ist schon spät, Ray. Schon 23 Uhr. Also hier, Dizzy, mein Plan ist, für meinen zweiten Stint noch die schnellste Rennrunde zu fahren. Das finde ich sehr schön und löblich. Attacke. Also ich würde mich auch freuen, wenn du die letzten 5 Minuten einfach mir das Auto nochmal gibst. Und dann mache ich nochmal deine schnellste Runde zu meiner schnellsten Runde. Okay? Nein. Schade. Weil ich will jetzt... Wir müssen mal gucken. Die Abstände werden halt interessant, wie weit Top 20 noch weg ist. Top 20? Ja. Top 20 ist eine Runde vor dir. Das sind wie viele Sekunden? 120. Also der wir haben noch eine Stunde. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Also, nee, 21 ist schon in der nächsten Runde und 19, also wir für 19, dafür müsstest du... Na, 19 habe ich mich schon zurückgerundet. Eine Runde zumindest. Ich brauche jetzt, wie gesagt, den Abstand zu Platz 20. Ja, wenn ich auf Pitwalk gehe, ich weiß nicht, wie ich die Veranstaltung wechsle. Ich hänge da irgendwie noch in so einem alten Dings fest, sonst kann ich dir da genauer sagen. Eine Stunde, zwei haben wir noch. Eine Minute und drei ist der Abstand. Okay. Alter, das schaffen wir. Ich mag deine Motivation, Michael. Das klingt auf jeden Fall machbar. Die fahren ja bestimmt so 2-7er Zeiten oder irgend so ein Spaß. Wow. Voll reingedisst. Aber die Arroganz hat wieder aus dir gesprochen, Junge. Nee, ich fahre heute nicht mehr Schnackel. So, ich habe 3 Stints bin ich gefahren. Was schon verhältnismäßig viel ist für mich, aber bei mir ist Feierabend, Freunde. Ich habe heute richtig Scheiß am Schuh Schnackel. Also wirklich, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Weiß ich nicht genau, aber ich habe heute richtig Scheiß am Schuh. Ja, Michel ist richtig abgehoben. Seht ihr doch, der hat ja auch sich einen fetten Mercedes zugelegt für GT3.
Nach 11 Stunden würde er ehrgeizig. Naja, ich sag mal so. Im Grunde genommen hat ja das ganze Team Michel seinen Ehrgeiz ausgebremst bis hierher. Also P20 fährt 2,4, 2,5. Michel. Okay. Schaffen wir. Na, dann ist ja gut. Ich muss nur im Schnitt 2,02 fahren. Alles gut. Na klar. Ich will mich hier nicht mit Platz 23. Nee, das... Nein! Du, Michel, ich wollte auch gerne Top 10 fahren. Aber leider hat unsere Teamleistung nicht dazu gereicht. Also, was willst du machen? Wenigstens Top 20. Okay. Sounds like a plan. Aber dann solltest du mir die letzten 5 Minuten noch das Auto geben. Ja, ich finde Pitwall auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin, aber... Doch, gibt Schnackels. Wir sind heute Morgen losgefahren im Dunkeln und es gibt auch Regen. Aber das ist hier Australien, da wird es nicht... Also da regnet es ja. Halt eher sehr selten. Ja, da schneit es eher, was ja auch passiert geschneit. Ist. Schneesturm. Hat geschneit. Ja, ja. Da ihr vergessen habt, die Winterreifen einzupacken, deswegen nur Platz 22, so wurde mir das erklärt. Winterslicks. Ja, klar. Deswegen ist auch ein Audi auf Platz 1. Die haben ja alle Quattro, das wissen wir ja. Ne? Für einen Grip. Genau, aus Australien. Das ist ganz klar. Aber Schnackels, mal ganz ehrlich, ich glaube, man sollte diese Strecke hier nicht im Regen fahren. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin die, glaube ich, noch nie im Regen gefahren. Das ist wirklich der Tod. Also ich denke aber, dass das Wasser halt übelst in diesen Rillen hängt. Und so. Hängt ja. Ja, das sind halt Pfützen Aquaplaning. Auf einmal springst du runter ins Tal von hier oben. Also ich glaube, ich würde auch mal sagen, im realen Leben wird der Rennbetrieb da auch abgebrochen, weil das einfach todet. Also du musst halt Todessehnsucht haben. Ach, der Regner ist in Real Life auch nie. Doch, tatsächlich gab es schon ein paar 12-Stunden-Rennen bei First, wo es geregnet hat. Ist das eigentlich dieses Jahr wieder abgesagt? Weiß ich gar nicht. Das ist ja auch immer ziemlich am Anfang des Jahres. Ja, ist abgesagt. Erste, was du findest. Wie ist es mit Daytona? Findet statt. 2-0-0-0-0, alles klar, Digga. Wer, du? Nee, kann nicht. Jetzt müssen die Zeiten da mal drin sein. Übrigens hab ich. Ach ja, jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass ich eine Cut-Strafe bekommen hab, ne? Jetzt wird mir aber unlangsam warm. Könnt's ja 6 Runden hab ich noch. Wir müssen dann gleich mit Sprit rechnen. Grello, das war richtig heftig letztes Jahr Dubai. Das ist übelst krank gewesen, wie viel Wasser da stand. Extrem, oder? Ja, das war echt unmenschlich. Ich weiß nicht, Dizzy, kennst du Dubai, die Strecke? Ja. Also, wie die voll unfair, dass da so mega bergab erstmal geht. Ja. Die Boxengasse ist ja noch quasi auf der erhöhten Fläche. Und die Boxengasse stand unter Wasser. Kannst du denken, wie tief der Turn 1 unter Wasser stand? Eieiei. Die Bilder musst du mal suchen, musst du mal irgendwie 24 Stunden Dubai 2020, das ist so heftig. Zyanogen, erstmal wissen wir ja gar nicht mehr, ob wir in dieser Konstellation nochmal so fahren. Also, das ist ja hier mehr aus, naja, nicht aus einer Not geboren, aber also bei mir oder bei uns hat ja fehlen 2 Fahrer. Und bei Ray hat von sich aus verzichtet, weil er irgendwie, glaube ich, nur einen halben Tag Zeit hatte. Irgendwie so. Ja und nein. Also wir waren angemeldet und genau, wären ja auch eigentlich gefahren. Also ich wäre auch gefahren, aber also ich hätte halt heute Abend, beziehungsweise halt da, wo ich jetzt bei diesem iRacing-Dings war, wäre ich halt nicht da gewesen, die paar Stunden. Und eben du hast aber ja noch Leute gesucht und WPS hat ja noch Leute gesucht und dann haben wir das halt so ein bisschen gesplittet und dann habe ich halt gesagt, gut, da ich ja eh nicht voll da wäre,
dann verzichte ich halt. Ist auch, also für mich jetzt auch mal nicht schlimm, mal nicht mitfahren. Und genau, dann haben wir es halt so gemacht. War ja dann fair für alle und ist ja gut. Und ich habe extra frei genommen. Für den Scheiß. Du hättest nämlich mal auch nur einen halben Tag gekonnt oder so. Übrigens, wir sind in derselben Runde mit Platz 20 gerade. Ja. Also die... Achso, ich seh's gerade. Ja, du hast es richtig dran gefahren. Das ist noch möglich. Ja, sind nur noch... Oh, sorry, Mann. Was ist denn jetzt los? Maga, wenn du, ganz ehrlich, wenn du den holst, dann frage ich... Ach nee, du brauchst ja keine Grafikkarte mehr. Schade. Aber eine CPU? Nee. Nee. Du wolltest ja meine nicht haben. Duki hat Internetausfall leider, deswegen ist er nicht da. Nicht mehr da. Ja, nicht mehr da, ja. Aber. Nee, es sind mehr. Oh! Oh, das war doch schon wieder der Lexus, oder? Ja. Oh! Also, was die Zukunft sagt, keine Ahnung, was wir in Zukunft fahren. I don't know. Ich weiß nicht mal, wann wir das nächste Endurance-Rennen haben. Eigentlich wollte ich nächste Woche 24-Stunden-Rennen fahren, aber da kam was dazwischen. Ah, Daytona ist, ne? Iron ja. Racing. Oh. Ich muss mal bei RaceApp gucken, wann nochmal wieder ein Endurance-Rennen ist. Keine Ahnung. Gut, ich glaube, wir lassen das mit der schnellsten Runde sein. Weil dann gehe ich jetzt gleich in die Box. Ne, geht jetzt nicht darum. Ich fahre jetzt eine Runde, gehe ich in die Box und muss den Schaden reparieren lassen. Das hat gerade nochmal ordentlich reingefasert. Ich will nicht so viel Zeit auf Platz 20 verlieren. Dann herzlichen Glückwunsch, Dennis, zur schnellsten Rennrunde. So klingt das immer, wenn du das sagst. Nicht so hundertprozentig ernst. Nein, ich habe das ernst gemeint. Hey, das ist mein Teamkollege nächste Saison. Ich weiß, dass du es ernst meinst, aber ich sage, es klingt, wenn du es so sagst, irgendwie nicht so ganz ernst. Ist wie ich immer genervt klingen, wurde mir letztens mal wieder gesagt. Oder ich guck jetzt mal, wie viel Zeit wir verlieren. Du klingst aber auch heißt wirklich immer genervt. Wer? Ja, ich? Achso. Hey, nee, ich. Ja, du klingst halt wie ein scheiß arroganter Schnösel, so. Lief nicht so dolle? Klar, heute war super Unterhaltung. Also Unterhaltungswert war auf jeden Fall gegeben. Vom Rennen müssen wir nicht reden. Aber du musst mal so sehen, das sind immer noch über 20... Plätze hinter euch. Also ist jetzt nicht so, da muss ja mal die positive kleine Seite mit da hier sein. Wir sind aber schon der 22. jetzt. Ja, ja, aber es sind ja auch schon Teams ausgefallen, oder? Am Start waren es ja fast 50, 46 oder so? 47, ja. Ja, ist schon alles passiert, Booster. Soll ich jetzt den Sprit noch ausrechnen? Ja. Ja, was denn jetzt? Ja, warte, mach selber. Ja, dann mach's halt alleine. Ja, renn schon mal aus. Ich fahr jetzt eine Runde, sorry. Nö. Wir haben jetzt noch 52 Minuten. Das müssten theoretisch 26 Runden sein. 26 mal 4,1. Hast du einen Verbrauch von 4,1? 27 mal 4,1. Müssten 105 oder so sein. Du kannst noch 24,3 Runden musst du noch fahren. Also danke, runden wir auf alle. 25. Für Support und eure Unterstützung. Hier plus 1. Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Ja. Weil mir eine Runde Rückstand hat. Tekoflu 3 giftet A-Tier 1 Sub-Tu-Zwergtube. Genau, 100 Liter. This is their first gift sub in the channel.
Bei 26 mal 4,1. Maga, 106,6 Liter. Ich habe jetzt auf den Strich genau ausgerechnet. Also, 106,6 nach deiner Rechnung, Michel. Okay. Nach deiner. Ich habe jetzt extra deine Rechnung genommen. Machst du noch die Ration 5 drauf? Nein, die brauchen wir nicht. Dann die michelinischen 10. Oder wie viel haben gefehlt bei dem einen Rennen? Ich habe noch nie so oft den Taschenrechner auf dem iPhone benutzt wie heute. Michel, du hast schlechten Einfluss. Ich wollte diese App eigentlich schon deinstallieren. Kein Problem, mach ich gerne. Code Blue, dankeschön übrigens. Für den verschenkten Sub. Durchgezogene Linien durchfahren. Wann kommt dein Dings jetzt? Stint Ende. 38 Minuten. Okay, großartig. Ich habe noch Zeit. So, dann bin ich einmal ganz kurz was machen und gleich wieder. Aber nicht kacken. Er ist doch aus. Ja, die 15 Monitor. Ja, die 15 Sekunden waren jetzt, die waren teuer. Das glaube ich nicht, dass ich Platz 20 noch bekomme. Scheiße. War das da, wo du dem Lexus ausgewichen bist, oder was jetzt? Die 15? Ja. Also 70% davon. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt neue Reifen genommen. Bin mir da gerade nicht so sicher. Soll ich nochmal zurückspulen? Oh fuck, du hast deine Wheelcam drüber, das sehe ich nicht mal. Ob du neue genommen hast oder nicht. Wobei doch, ich kann. Kann gucken. Ja, du hast neue genommen. Okay, nice. Du hast vorher die 15er Reifen drauf. Jetzt hat's ja, ich weiß aber nicht, ob die 3er Reifen halt schon angefahren sind. Ich glaube schon, weil die sie jetzt vorher rumgesappt und da ist mir das aufgefallen. Ich glaub's. Weil wir hatten ja einen Disconnect und da hatten wir die 3er Reifen schon einmal angetouched. Ach so, okay. Ja gut. Wirst du ja schnell merken, ob du Grip hast oder nicht.
Fühlt sich nach Grip an. Dann ist ja gut. Christopher, ist alles gut. Ja, sorry Leute, da hat sich jemand im Discord beschwert, dass er den Subcount nicht sehen kann. Und da ich ja Sellout bewusst bin, 2021, habe ich das schnell gefixt für euch. Ja, jetzt sehe ich das nämlich auch mal. Ja. Ich wollte fragen, ob du überhaupt Subs hast. Ich dachte, du hast gar keinen. Weil man es nicht gesehen hat. Nee, aber ohne Scheiße, hat mir wirklich einer im Discord geschrieben. Ja, das ist halt, es ist halt so ein bisschen transparent gemacht, ne? Deswegen geht es halt eher so ein bisschen unter. Ne? Ja, jetzt ist aber schön. Einer hat auch geschrieben, als Nummernschild hinhängen. Das fand ich auch eine coole Idee. Das wäre auch witzig, ja. Daflan, keine Transparenz hier. Ja, Kreff, aber du hast ja heute auch. Du bist ja auch heute mit eingestiegen in das neue Kanal. Zweiter Platz hatte gerade Disconnect. Ja, ja, dann kannst du noch Zweiter werden. Ja, eben. Wenn jetzt alle dazwischen das auch haben, das ist ja Wahrscheinlichkeit ist da. Moin, sind 20 übrigens. Ja, Kräft, du hast heute richtig einspendiert, du. Danke übrigens, Maga. Vielen Dank. Endlich gehörst du zu den Erfolgsverweigerern. Ja, Kräft, 100 Caps hast du gekauft, Maga. Das ist schon sportlich. Ich freue mich auf dein eBay-Store. Ja, hat er das wirklich gemacht? Nein, nein. Nee, nee, nee. Das kann ich in der Tat gut für einen Umzug gebrauchen, ja. Sehr gut sogar.
kann das neue Büro noch wieder ein bisschen, naja, pompöser werden als das jetzige. Aber ich denke, es wird eine Hälfte gehen in den Umzug und die andere Hälfte geht in Zoom TM, dass ihr auch mal vielleicht ein paar Hoodies oder T-Shirts oder so bekommt. Die Paint Skills sind fast besser gewesen als von dem netten Herrn, der die Schilder macht in Rust. Dann zieh die um im Februar. Im Februar ziehen wir um. Die Dizzy-Logos an den Sachen bleiben dezent, Leute. Die bleiben dezent. Nee, ich werde 7 Tage nicht streamen beim Umzug, Leute. Habe ich mir vorgenommen. 2 Tage hier abbauen, 1 Tag umziehen. Ja, genau. 2 Tage abbauen, 1 Tag umziehen. Und dann wieder aufbauen. Ich denke mal, eine Woche ist trotzdem sportlich genug. Dass man da alles wieder aufgebaut hat, das verschlingt ganz schön Zeit. Und im Büro baue ich in 1 Tag wieder auf. Ist klar. Ja, hallo, Zeit ist Geld. Ja, das ist richtig. Ja. Die Platz 19 halt blinkt. Naja, also wie gesagt, das habe ich ja schon mal erzählt, den letzten Umzug war ich nur 1 Tag nicht da. Und das fand ich schon ein bisschen hart, muss ich sagen. Das ist schon heftig. Da war die Laune für den Rest des Jahres aber auch echt nicht so gut. Zu lang nachgehangen. Ja, du, da war ich eine sehr lange Weile tilt, weil ich irgendwie nie zum Schlafen gekommen bin. Also ich konnte nicht regenerieren, um wieder gut drauf zu sein. Das mache ich nicht nochmal. Für Michel gibt's eine Cap mit Zurückspulen, ja. Rewind Cap. Ja. Und du hattest kein Internet? Doch, letztes Mal hatte ich Internet. War ich am ersten Tag schon. Mein Internet war vorher in der Wohnung, bevor ich überhaupt eingezogen bin. Ja, zum Abend war es kacke, das stimmt. Aber das habe ich diesmal nicht. Das habe ich nicht. Da, wo ich wohne, wohnt keine Sau. Also wenn da Internet ausfällt, dann muss schon Schneesturm sein oder sowas. Oh, ich freue mich da so drauf, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Einen eigenen Parkplatz und eine Garage. Oh, keinen Parkplatz mehr suchen. Einfach den Eimer hinstellen und Arschleckenfeuerwerk. Oh. Und eine Dusche mit richtig viel Platz. Oh. Das geilste, Fußbodenheizung für die Katzen. Nicht für den, für die Menschen, für die Katzen. Hey, also dafür, ich brauch's nicht unbedingt. Aber für die Katzen ist das mega geil. Kann ich dir sagen. Also wir haben in unseren Bädern Fußbodenheizung. Und unsere Katzen schlafen nachts immer im Badezimmer, weil es da warm genug ist. Scheiße. Vergiss es. Schaffe ich nicht mehr. Was, 20? Ja. Warum?
Die müsste, die sind zu weit weg. Platz 20 ist zu weit weg. Gib nicht auf, Michel. Ja, ich versuche trotzdem alles. Vielleicht haben sie ja noch einen Unfall oder so. Du bist in derselben Runde. Komm, gib nicht auf. Wir können ja mal die Rennleitung fragen, ob sie noch mal eine Stunde dranhängen oder so. Na gut, Missing, bei mir, sag ich mal, ist die Wohnungssuche gestaltet sich, möchte ich mal fast meinen, relativ einfach. Weil, was wollen sie an Miete zahlen? Oh, 1,5 Maximum. Alles klar. Auf geht's. Da nehmen Leute nicht so viel Wohnung in dem Mietsektor. Aber da ist ja Büro bei mir mit drin, da brauche ich halt eine große Wohnung. Da geht das immer relativ zügig, sage ich mal. Und mit 7 Jahren Selbstständigkeit geht es dann auch glücklicherweise endlich mal ein bisschen einfacher von der Hand. Alter! Was denn? Was war das denn? Hab ich nichts. Der Honda ist einfach von ganz links nach ganz rechts gefahren, ohne zu blinken. Krasser Typ. Fast wie auf der Autobahn. Ja, Leute, die dir signalisieren wollen, dass du doch bitte rechts mal Gebot einhältst. Die ganz krassen Dudes mit 200, die dann von links nach rechts. An Peter die Frage, das kann ich dir, glaube ich, auch beantworten, das ist einfach zur Entspannung. Weil wenn du den Fuß die ganze Zeit am Pedal auf Abruf hältst, dann strengt das auf Dauer auch an. Das ist bei mir so eine übelste Angewohnheit. Wenn ich weiß, dass ich die Bremse nicht brauche, nehme ich den Fuß weg. Mach ich aber auch so. Also habe ich schon immer so gemacht. Ich habe meinen Fuß immer drauf. Echt? Okay. Ja. Kriegst du da eigentlich einen Krampf auf Dauer, wenn du da so nicht drückst? So? Nö, ich habe dir so eingestellt, dass ich ihn richtig darauf stellen kann. So. Ganz gemütlich. Okay. Aber heute habe ich in der Tat das erste Mal einen Krampf gekriegt, ja. Ich will mich ja nicht selber loben, aber heute habe ich ganz schön Ballett gemacht, Junge. Ja, das hat schon gezwiebelt irgendwann ein bisschen, ja. Das ist selbst Walter Röhrl neidisch geworden, sowas. Ja, der war neidisch, weil das so einen richtigen Weinstampfer sind. Was fahren eigentlich die ersten für Rundenzeiten? Kann ich gerade gar nicht einsehen. Ein Moment, Pitwall. Oh, okay, Missing, ja gut, das ist, ja. Ist immer die Zeit, die oben steht, ne, die letzte, 2:33. Okay. Ich muss jetzt aber nicht sagen, wer auf dem Auto sitzt, oder? Vince. Ja, offensichtlich. Schon gemein, ne, aber es ist halt in dem Fall echt. Ach, klar, aua. Ach, scheiß Husten, Mann. Es sei Vince gegönnt. Er hat gut trainiert. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, der hat. Ja. Er ist ja auch ehrgeizig, ist ja gut. Also, wem ich das ja gar nicht gönne, das ist ja Duki, ne? Also, hier so ein halbgares Rennen abliefern und nach 6 Stunden Internetausfall vortäuschen, ist halt auch schon wieder so, ne? Also, dafür müsste er aber gleich mal ein DTM-Rennen machen. Und dann damit sich brüsten, hier nicht letzter geworden zu sein, ja, im Mittelfeld. Ja. Ich sehe schon wieder die WhatsApp-Nachrichten. Wenigstens bin ich nicht letzter geworden. GG-Team. Genau so ist es nämlich immer. Es ist alles bitter. Game Crash, Disconnect, Internetausfall, such dir irgendwas aus, das ist immer scheiße. Und das ist auch kacke fürs Team. Weil dann die Stimmung weiter runter geht. Das ist auch, wenn einer einen richtig beschissenen Stint hat und man putscht den nicht wieder auf, dann geht immer die Stimmung so den Bach runter. Bisher. Und wenn die in dem Endurance-Rennen runtergeht, das ist halt. Ja, stark, Commander. Schön erstmal Eigenwerbung reingeklatscht. Läuft bei dir. Interessiert nur keine Sau. Außer die Reports, die du kassierst gleich.
Oh. Vor allem, was erwartet man jetzt? Dass man da jetzt drauf geht und sagt, oh ja, geil, auf dich habe ich jetzt gewartet oder was? Da Husten, Mann. Ja, sorry. Soll ich dir einen Hustenbonbon holen? Mukul Solvan ist alle. Oh, Entschuldigung. Taken, Entschuldigung. Wie geht's dir, Taken? Alles gut? Ich bin dafür, dass wir... Oh, nee, Mietzi, nicht... Nee, 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 bitte nicht auf meinen Schoß. Ich schwitze, ich stinke, ich brauche nicht noch deinen heißen Bauch auf meinem Schoß, bitte. Wir können nachher im Bett schmusen, okay? Was ist mit dir? Nee, ich glaube, Unfälle gab es in dem Rennen keine. Oder? Gab es Unfälle? Nö. Fast überhaupt keine. Alles, was irgendwie nicht nach Regel lief, waren technische Ausfälle. Ja, hast dir gut überlegt, Mietzi. Spitze. Setz dich doch mal nochmal drauf hier. Nazi greift gleich durch. Gleich die ganze Rasselbande. Zack! Master, wie meinst du das? Ja, so wie er es geschrieben hat. Mal eine Runde mit Kommentar, meinst du? Also jetzt fährt Michel links. Er gibt aus dem zweiten Gang Gas. Fährt bis also, Achtung, Film. Ruhe. Hier bremsen wir circa ganz kurz vorm 50-Meter-Schild. Circa 10 Meter davor. Dann schön raus beschleunigen im zweiten Gang. Schön glatte Lenkung aufziehen. So, jetzt chillen wir ein bisschen auf der Geraden. Was ist schön, schön raus beschleunigen? Also, wo ist der Unterschied zwischen schlecht ihr habt und jetzt, schön? Ihr habt jetzt links hier gleich so eine Einfahrt. Da bremsen wir ungefähr in der Mitte. In den dritten Gang rein, lassen hier schön in die Kurve reinlaufen, den Körper nicht unbedingt mitnehmen. Gleich wieder Vollgas geben im dritten Gang. Hier nach dem Knick anbremsen, zweiter Gang, kurz rollen lassen, Vollgas. Schön nah an den Wänden vorbei. Hier wieder richtig nah an die Wand, Richtung Körb, vierter Gang. Hier geht alles voll, hier ein bisschen liften, rum, fünfter Gang. Hier wieder ein bisschen liften, Körb versuchen zu erwischen, Körb außen mitnehmen, kurz vorm Buckel anbremsen, vierter Gang, nochmal anbremsen, dritter Gang, nochmal anbremsen, zweiter Gang, rumrollen lassen, kurz anbremsen, Lenkrad rum, überlenken, dritter Gang, hier runter, dritter Gang, anbremsen, Bremse nicht komplett durchdrücken, sonst blockieren die Räder, voll raus beschleunigen, möglichst den Apex gut erwischen. Jetzt haben wir wieder eine kurze Chillphase. Jetzt haben wir hier rechts klein 150 Meter Schild, kurz danach bremsen wir. Bis in den zweiten Gang die Bremse weit in die Schikane reinziehen, früh am Gas, nicht so früh wie ich, dann übersteuert's. Und hier kurz nach dem 100 Meter Schild in die 2. Natürlich in einem anderen Anfahrwinkel. War jetzt wegen der Überrundung. Und dann haben wir eine Runde Bathurst abgeschlossen. So, jetzt könnt ihr wieder. Ach so. Hätten wir das mal früher gewusst, DC, ja?
Ja, dann. Bitte. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen schneller gewesen. Aber zum Glück ist er beim Quatschen scheiße gefahren, also das gibt mir mehr Hoffnung. Mehr Ansagen als der Beifahrer bei Dirt, ja, echt so. So, jetzt das Ganze nochmal bitte mit Dirt ansagen. Überkuppe. Four left. Four left, Überkuppe, five, left, five. Left. Don't cut. Cut maybe. P1 hat einen Unfall. Lass mich raten. Wins. Ja, schade. Mal gucken, vielleicht kriegen sie es noch gecatcht. Ach, sicherlich. P2 hat den Disconnect, hallo? Oh, 300 wurde disqualifiziert. Wer ist die 300? Hinter uns. Ah, oh. Oh, fuck! Ah, cleared bei Race. Ach so, das ist das mit der Stint-Zeit, Bro. Ja, Bro. Noch 14 Minuten. Ich frage mich immer, wie ein potenter Mann in seinen 30ern Bro sagen kann, Junge. Sorry, Bro. Kein Problem, Brudi. Diggi. Ja, am besten noch, währenddessen wir bergab fahren. Diggi. Ey, Diggi, jetzt sei mal nicht so. Er sagt ja auch Streamchat, das stimmt. Ach, da müssen wir. Ach. Ray, was sagst du auch Streamchat? Streamchat? Ja, ist das so ein YouTuber-Ding, wenn du mit deinem Chat redest? Hast du auch immer Streamchat? Nein? Oder gibt's noch einen anderen Chat? Nee, also du sagst nicht Streamchat zum Chat, oder? Nee, ich spreche zu den Zuschauern, ich sage auch nicht Chat. Dankeschön, großartig. Endlich mal. Endlich mal ein vernünftiger Mensch hier. Das ist ein Winko aus dem Chat auf P1, ja. Ja. Warte. Grüße vom Stream-Chat. Ach, lassen wir das für heute. Lassen wir das machen. Lassen wir das. Deadman, haut 5 Euro raus. Grüße aus dem Streamchat. Schon wieder? Das hat er doch heute schon gemacht, oder? Oh, richtig guter Mann. Dankeschön. Nee, ist nichts passiert. Banana Bread. Michel macht solide sein Stint zu Ende. Wie ein Uhrwerk. Nichts passiert. Versucht noch ranzufahren an die 20. Kommt auch ziemlich nah ran mittlerweile. Wow. Das ist ja wie ein Sub bei Twitch. Ja, Michel streamt bestimmt auch bald bei Twitch und macht dann so besonderen Content. So Let's Plays habe ich vorhin gehört. Ja, Rust. Rust bei Twitch? Hab gehört, soll gut laufen. Rust? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gucke mir meine Viewerzahlen nicht an. Nur einmal im Monat. Da schreibe ich Berichte für die Sponsoren. Ich habe Rust damals gespielt, als es quasi rauskam. Das ist momentan wieder ziemlich im Kommen.
Ja, was heißt im Kommen? Es ist halt jetzt durch diese Streamer-Server halt quasi, ist es jetzt halt gerade so ein bisschen im Hype. Ich glaube nicht, dass es unter den Spielern selbst jetzt mega krass gespielt wird auf einmal. Also dadurch vielleicht jetzt wieder dann, aber ich glaube, der Hype ist durch die Streamer jetzt halt gerade. Ja, das meine ich ja dadurch. Hm. Genau. Ich mache ASMR. Schön immer schön ins Mikrofon husten. Ey, kannst du mal bitte nicht über meine Stream-Begrüßung sprechen? Was? Du hustest wohl in den Stream? Ja, ich morgens nach dem Aufstehen huste ich immer richtig viel, ja. Und übrigens, pikant, wenn du noch 17 Minuten wartest, dann kommt heute noch Rust. Hä? Bei mir sind es noch 20. Oh Gott. Kein Kommentar. Ach so, das war ironisch. Ach so, ja, sorry. War gerade auf der Bremse fokussiert. Manchmal brauche ich auch ein bisschen länger. 10 Minuten noch. Einer vor mir hat Disconnect. Ich glaube, du hast es immer noch nicht verstanden, aber ist egal. Nee, hat er auch nicht. Aber lass ihn mal, ist okay. Ja, ist besser. Fahr mal deine 20 Minuten noch. Ja, du meintest die Antwort bei ihm ironisch. Nee, in 17 Minuten ist nach 24 Uhr. Das heißt, dann ist Sonntag und heute kommt noch Rust. Am Sonntag kommt noch Rust. Ach so. Michel. Ey. Du bist nicht mal so viel gefahren lange heute. Gedacht. Ruhe, warte mal, Ruhe. Audi ist gerade wild hier vor mir. Ja, YouTube-Streamer sind nicht so. So, jetzt kommen wir wieder. YouTube-Streamer sind nicht so auf Zack, Leute. Die müssen nicht so oft Twitch Prime baiten. Deswegen dauert bei denen immer alles ein bisschen länger. Ich weiß aber auch, dass ich auch auf YouTube streame. Ja, ich weiß, na klar. Deswegen habe ich das ja extra noch mal gesagt. Ja, ich würde auch mehr auf Twitch machen, wenn die Leute bei Twitch nicht so pfeifen wären. Also Alter. Die da arbeiten. Bald gibt's ein neues Emote, Audi mit Wild. Aber ein Wild-Emote können wir uns wirklich noch machen. Neue Emote-Slot ist ja bald freigeschaltet, wenn wir so weitermachen. Obwohl, nee. Stimmt gar nicht. In 8 Tagen ist Apokalypse. Was für ein Scheiß! Nicht die Zuschauer oder die da streamen, Leute. Das, die Zuständigen bei Twitch, meine ich. Wir sind übrigens Platz 22. Ganz stark. Wenn noch zwei, dann hast du die 20. Ich sag nur mal, Hashtag schaffen wir noch die Top 10? Wie läuft der AMG bei dir auf Budhurst, Leute? Dish Backos, ich glaube, ich habe heute den krankesten Stint hingelegt, den ich jemals gefahren bin. Also, das ist jetzt auch keine Ironie. Ich bin heute geflogen. Kein Witz. Kein Keck W, kein Lull. Wirklich. Sie tritt eh kurz vor dem neuen Emote-Slot auf die Kanalkonzeptbremse. Na klar, Erfolgsverweigerer. Ganz klar. Hab gehört, Duki ist heute auch geflogen. Vom Server. Also mir tut Duki eigentlich nur leid. Ey, Duki hat echt richtig viel Scheiß an der Hacken immer, oder? Ja, wir haben halt das Auto nochmal umgestellt. Von Michels Setup auf geht fürs Team Setup. Und danach ging's ja. Ja, ich habe gehört, du hast da nochmal einige Stunden hin
gesetzt, hast du nochmal ein gutes Setup gemacht, ne? Ja. Hab ich auch gehört. Wann ist denn deine Rennzeit vorbei? 5 Minuten. Hat Karl wirklich Mahaga übernommen? Das ist doch super. 5 Minuten, okay, super. Ich muss ja noch schreiben. Ne? Aber dafür waren alle anderen Stints, Tisch, Backhuis ein bisschen schade. Also sie waren okay trotzdem, aber ein bisschen schade. Ich habe sehr viel im Verkehr festgesteckt danach. Also ich hatte immer jemanden vor mir, der mich so ein bisschen ausgebremst hat. Und im Anschluss ist dadurch, durch so ein bisschen Frust, der da hochgekommen ist, weil ich nicht vorbeigekommen bin, habe ich noch einmal das Auto gedreht, leider. Aber hey. Von denen oder eigenes? Nee, mein eigenes. Ich habe keinen verletzt heute. Schade. Schade. Kennst ihr meine Devise? Warum soll ich jetzt in Map 2 fahren? Ergibt doch keinen Sinn. Nee, fahr 1 und abfahren. Ehre? Wieso Ehre? What? Ich glaube, es geht um den Mercedes, oder? Nee. Ja. Hä? Doch. Ich weiß nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich bin gerade YouTube-Streamer. Was zocken wir in 8 Tagen? Was ist das für eine Frage? Oh. Hitman. Und die Sapokalypse ist, die Sapokalypse ist, der 24. letzten Monat war ja jetzt Weihnachten. Und an Weihnachten gab es ganz schön viele Subs verschenkt. Und dann am 24. und 25. laufen die meisten aus. Das heißt, da werden wir dann erstmal richtig schön reindroppen. Twitch ist not a crime. Da droppen wir härter als ein Skrillex-Beat. Okay. Okay, ja. Ja, war nicht so gut. Ich hab gedacht, ich mach mal so einen altersgerechten Witz. Alter. Aber Hitman spielen wir trotzdem. Auf jeden Fall. Kommt ja am 20. raus. Nein, haben sie noch nicht Info. Ich müsste die abmahnen. Nächste Woche ist Liga-Rennen. Welche Strecke denn? Boah, da muss ich ja noch reintrainieren. Muss ich ja noch reinschwitzen nächste Woche. Ist das schon die Kanalkonzept-Bremse-Witz? Also den Witz würde ich sehr gerne weiter behalten. Ich finde das Meme sehr schön. Ich möchte das gerne embracen. Imola? Oh geil, da muss ich ja noch Imola üben nächste Woche. Michael, hast du nächste Woche mal einen Tag für mich Zeit? Für Imola? Muss Fefe fahren. Ich kann die Strecke selber nicht. Okay, dann trainiere ich alleine. So schwer ist sie eigentlich gar nicht. Also zu merken. Nee, ich weiß. Ich war auch gar nicht so schlecht auf Imola. Ich muss auch Imola üben. Ist auch mein nächstes Rennen. Ich glaube, nach der Vorbereitung auf Bathurst geht's schon ganz gut. Aber das Rennen ist ja abends hier um, ich weiß gar nicht, 20 Uhr, glaube ich, oder so. In 8 Tagen endlich Stellaris-Stream. Ja, geil, ey. Kann ich ja gleich meinen Kanal löschen. Ja, lief nicht so gut, Chris. Ein paar Unfälle. Dugi hat Disconnect gehabt. Game Crashes. Wir hatten heute alles mal dabei. 2 Minuten sind Zeit. Ja. Yeah. Der richtig Alarm, diese Anzeige, ey. Jeden. Ist halt übelst rot. Also erst so orange als, und jetzt so richtig übelst so rot auf rot. Als wenn die übelst blutet, ne? Ja. Nicht so irgendwie einfach nur rot auf schwarz oder grau. Nein, rot auf rot. Was heißt denn hier weitersenken, Kulkut? Gerade steigt doch alles hier in dem Kanal. Hallo? Wie viel Rot wollen Sie ja haben? Alles. Ja. Alles.
Ja, passiert, Chris. Ist okay. Mein Gott. Man kann nur Erfahrung mitnehmen. Kannst halt nichts machen, wenn das Game crasht mitten in deinem Stint und viele Dinge nicht funktionieren. Max Hendren hat auch richtig eine Arschkarte gezogen. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich glaube, unter all den Umständen, die hier heute waren, ist, glaube ich, das Ergebnis am besten. Also es hätte auch fast sein können, dass halt Michel und ich alleine hätten fahren müssen. Wäre das mit Dugi früher passiert und Sandrin nicht gefahren, dann dann wären wir richtig am Arsch gewesen. Top 5? Hm. Ich fahre in der VCL den Ferrari, den neuen. Fefe. Ich habe mal Bock auf Fefe gehabt. So, Stint ist abgelaufen. Oh, es läuft die Zeit wieder nach oben, das ist ja cool. Ja, schreibe ich jetzt mal kurz der Administration. Was 130 Sekunden kriegt man, das kann man ja da mal machen, oder? Genau, Flo. Nur. Dankeschön, Stan. Ich küsse dir die Augen. Oh, das ist aber instant jetzt weg gewesen. Ja, ja. Ja. Ich habe Rennleitung geschrieben gerade. Ey, Ziege, ich bin nicht mehr langsam. Also ich fahre wirklich nicht mehr langsam. Seitdem ich mit Michel viel trainiere. Also jetzt kein Witz, das ist keine Ironie. Bin ich gar nicht mal so langsam mehr. Ja, Übung war schon immer das Beste, was man machen konnte. Übrigens, Sami, bist du noch da, Sami? Ja, Zauberer Erde, das war, weil Duki ausgefallen ist, damit es wegen ihm ist, klar. Meinst du mich? Ja, ich meine dich hier, für dich. Sami mag Keck W ganz gerne. Ja, ja. Ist das Mobbing? Nee. Das ist Friendly Bender mit Zuschauern. Das nennt man emotionale Bindung. Sami wird sich immer daran erinnern. Ja, Frage für einen Freund. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ich in der letzten Runde auf Vincent treffe. Nein. Was machen? Nein, hör auf. Bisschen Bump drauf. Nein, hör auf. Das Ende vom Lied ist... Michel fährt doch nicht mit Schöni. Ja. Ja, genau. Sven Zelensky 8920 giftet A Tier 1 Sub to Samira. They have given 280 Gift Subs in the channel. Aber Svenny geht eigentlich gerade. Ist ziemlich ruhig. Zu und TM ist jetzt raus. Das heißt, der größte Stress ist weg. Mehr oder weniger. Na gut. Das neue Zoom TM wird jetzt geplant, aber ansonsten ist eigentlich alles okay. So stressig ist nicht. Geht noch. Papierkram ist auch alles erledigt. Der größte Ballast aus 2020 ist weg. Und zwar die Steuern. Wir machen mittlerweile jeden Monat Steuern, deswegen ist es jetzt für uns übelst entspannt. Ich auch, ich mache auch jeden Monat. Aber ich musste halt auch 24.000 Euro Steuern noch nachzahlen. Oh, boah. Okay. Ja, bin mal gespannt, was bei uns noch kommt. Ja.
So viel auf jeden Fall nicht. So viel haben wir nicht mal verdient. Das Finanzamt, Finanzamt schaut auch zu. Na klar. Nee. Also, ich glaube, wenn man da mal so mitkriegt, was manche YouTuber und Streamer machen, was eigentlich gesetzlich gar nicht erlaubt ist, ey, dann... Platz 21 ist halt 15 Sekunden weg. Ja. Schaffe ich nicht mehr. Der gibt mir mal ein bisschen Mühe, du hast noch 5 Minuten Zeit. Push, push. Monte musste nur 600.000 haben. Really? Muss er das wirklich? Ja, Sami, Endurance-Rennen sind wirklich... sind wirklich sehr, sehr gut. Also ich streame auch super gerne Endurance-Rennen. Weil ich weiß nicht, mit der Zuschauerschaft dann zusammen fiebern und mit den Teamkollegen ist schon... Ich nenne das immer sehr cooler Vibe. Also selbst wenn es mal kacke läuft, ist eigentlich immer gute Stimmung. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das Wichtigste bei den ganzen Geschichten ist halt erstmal ein gutes Team zu haben, dann hat man auch Spaß, wenn es mal nicht so läuft. Das ist somit das Wichtigste. Ja, es geht ja nicht um, dass man nicht Steuer zahlen muss. Nachzahlen ist ja nicht immer. Ne? Ja, nächstes Wochenende fahre ich alleine dann. Also nächstes Wochenende das Rennen, da bin ich alleine. Vielleicht hole ich noch jemanden dazu, der mit euch ein bisschen quatschen kann oder so. Mal sehen. Ich habe mir das vorgenommen für dieses Jahr, wenn ich in der VCL fahre, die, auch wenn es kurze Rennen sind, vielleicht einen Spotter dazu zu holen, dass der eventuell mit euch quatschen kann. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie lang das Rennen ist am Samstag. Ich muss morgen auch erstmal gucken, wann wir wieder in Do ins Rennen fahren. Ich könnte mir mal so ein 24er schmecken lassen, ja. Ja, wie gesagt, die VMS macht ja im März, April, ein 24er. In ACC oder AC? ACC. Das erste 24er. Lol, es sind bloß noch 10 Sekunden und wir haben noch 2 Runden. Das erste was? Das erste 24er, was von der deutschen Orga organisiert wurde. Oh, cool. Was ist ein kurzes Rennen? Eine Stunde. Michel, müssen noch hoffen, dass das VMS 24 nicht mit dem 24 von der VR kollidiert. Müssen wir mal gucken, datumsmäßig. Müssen wir mal beiden fahren. Habt ihr das Team schon voll? Gleichzeitig. Das wäre richtig hart. Habt ihr das 24er schon voll in der ACC? Also teammäßig? Nee, da haben wir noch gar nichts besprochen. Aber eingetragen seid ihr, oder was? Nee, es gibt noch keine Anmeldung. Aber wir werden wahrscheinlich halt unter den First Pickern auf jeden Fall sein. Gehe ich mal davon stark aus. So wurde es zumindest nach mir gesagt. Also, ich habe nichts vor an dem Tag, glaube ich. Achso, wir sind voll übrigens. Oh, das ist natürlich schade, Ray. Okay. Ja, gell. Nee, wir sind da noch komplett offen. Ich kriegen wir auch mit, können wir auch mit 2 Teams oder sowas machen. Das können wir auf jeden Fall mal schnacken. Ich denke, Interesse ist auf jeden Fall da von vielen, von einigen. Hoffe ich mal. Na, wer da ist. Hallo. Welche Strecke soll das sein? Ich komme mit einer Frage. Ja. Und zwar wollt ihr zusammen durchs Ziel fahren. Was heißt zusammen? Dass wir uns halt kurz zurückfallen lassen, dass wir es halt bei Side. Der fahren. Brauchst du dich nicht zurückfallen lassen, den krieg ich schon so. Alles klar, gebe ich so weiter. Gut, dann euch noch eine guten letzten 2 Runden. Jo, bis dann, Vincent. Jo. Wollt ihr euch zurückfallen lassen? Was ist das für eine Scheiße hier? Bist du sicher, dass der noch kriegt? Du hast jetzt eine Runde, 4 Sekunden aufzuholen. Wenn Michael sagt, er macht das, dann macht er das. Okay. Go for it. Ach, das wird auf Spa sein? Ja, yeah, 24 Stunden Spa, ja.
meine Lieblingsstrecke. Können wir wieder Essen fahren, Michel, oder? Letztes Mal war es ja eine Erfolgsgeschichte. Nee, wir fahren dann Benz. Oh, na dann möchte ich aber gerne ins Team rein. Benz. Aber nur wenn es ein Stint-Limit gibt. Benzer ist mein neues Lieblingsauto. Aber nur mit Setup von Michel. Ne. Und meiner Feder dazu. Ja, dann ist okay. Aber Michel alleine, das tue ich mir nicht an. Nein. Spaß, alles gut. Oh, Van Dreuten, der lenkt mich übelst ab hier auf dem Berg. Das nervt mich gleich schon wieder. Naja, das kann ich, also ich kann das aber nicht entscheiden. Ey, vor uns ist Platz 21. Ja, das kommt jetzt halt darauf an, ob Vince nochmal über die Linie fährt oder nicht. Gut, fährt er. Ja. Naja. Nee, fährt er nicht. Oder? Ich glaube, der Abstand ist groß genug, als dass er anhalten könnte, ja. Aber ich glaube, er fährt drüber. Na klar, den gönnt er sich noch. Nee. Ist fertig? Ja. GG. Alter, hier war Platz 21 vor uns. Hätte der Mann nicht noch eine Sekunde schneller fahren können. Ach, deswegen hat der Porsche mich vorhin auch immer ausgebremst, der Lümmel. GG, Chat, das war eine gute Teamleistung. Trotz alledem. Das ging aber jetzt schnell vorüber. Fast noch Platz 21 geholt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, hätte man das jetzt früher gewusst, hätten wir jetzt Vincent noch sagen können, er soll dem anderen Vincent sagen, er soll nochmal eine Runde dranhängen. Aber GG, ihr habt's geschafft. GGs. Trotz alledem sind wir durchgekommen, sind nicht letzter geworden, haben alle relativ gute Leistungen. Ja, wir sagen mal so, wir sind im Mittelfeld. Ja? Wir sind im Mittelfeld ins Ziel gekommen. 22 GG, danke, Streamchat. 40 ist sogar die bessere Hälfte. Der Racegott war nicht mit uns. Also ich muss jetzt sagen, Platz, warte mal, wir müssen mal gucken. Top 20 Racing. Top 20. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Abstand wir zu Platz 21 haben, zu Platz 20 haben, aber dann ist es meine Schuld, weil ich mir die 15 Sekunden Schaden eingeheimst habe. Ich stand halt 15 Sekunden länger an der Box. Aber du hast, glaube ich, heute hier am wenigsten falsch gemacht. Nee. Wenn, Dizzy, das musst du dir merken, wenn sich Michel mal die Schuld gibt, dann musst du das genießen. Ne? Also Michel hat nur am wenigsten falsch gemacht heute. Außerdem ist es eine Team-Sache. Ach gut, die sind jetzt übers Ziel, die haben jetzt sogar eine Runde mehr als wir. Naja, also. Gut gefahren, alle, gut gefahren. GG, good race. Maga, wären heute alle frisch gewesen, ne? Puh. Naja, hätte Fahrradkette. Oh, so. Puh. Jetzt kann man das HUD nicht mehr ausblenden. Schade. Nicht macht er denn jetzt? Parken. Ich ja nicht haben auf dem Foto. Ey, dein SR-Rating! Du machst mein SR-Rating auch kaputt. Wir halt nicht kann, aber ich kann es glaube ich auch nicht mit dem Bock. Machst Donuts. Dann gib mal Gas. Dann geht doch. Sieht aber sehr haken aus. Schön auf der Wiese. Ja, das geht nicht, weil die TC halt nie zu 100% ausgeht, ne? Ja. Digga, ich sag's dir, wie es ist. Wenn die Probleme nicht gewesen wären, hättet ihr euch mit Magnumflaschen abgespritzt. Meinst du?
Ihr wart heute wirklich MVP-Chat. Also, ihr wart einfach MVP heute. Für mich. Oh, Mann. Du meinst die Leute aus dem Stream-Chat? Nee, ich meine die Leute aus dem Chat. Stream-Chat. Oh, hey, mein Lenkrad spinnt. Ja, das hast du zerstört. Oh. So, ich war jetzt aus. Dann gehe ich duschen. Meine Hose ist klatschnass und mein Hoodie, naja. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Freundin erstmal umarme. Oh, Schatz, ich liebe dich so sehr. Komm, nimm mich in die Arme. Alex, ernsthaft jetzt. Hallo. Alex, hallo. Mann. Hast du jetzt Gigi. Nicht gemacht, Alex? Glückwunsch. Danke. War zwar der schlimmste Stint in meinem Leben, den ich jemals gehabt habe, aber ja. Der was? Der schlimmste Stint in meinem Leben. Ja, aber es war so rutschig. Ich hab echt. Ich bin wirklich Mutter der Porzellankiste gefahren. Hat's aber Glück, dass Michel nicht mehr rangekommen ist. Er wollte dich nämlich abschießen. Er hat mich. Ich hab schon gemerkt, so. Oh Mann. Alex hat halt nochmal 50 Euro reingehauen. Glückwunsch. Oh. Alter. Alex. Weißt du, das zweite Mal heute, ne? Achso, ja, wenn es denn der Summe 100 ist, dann ist okay. Ansonsten sind wir armselig, ne? Gar nicht. Hau rein, Vincent. Glückwunsch nochmal. Und schöne Grüße ans Team. Oh, bist gar nicht mehr da. Übrigens, an SimRay, SimRC, schöne Grüße. Nochmal an die Boys da draußen. Da sind ja auch einige, die man schon ein bisschen länger kennt. Gerade so Stan zum Beispiel. Verzeihung, nicht unhöflich sein. Dankeschön, dass ihr das organisiert habt, Freunde der Sonne. Bloody, dankeschön für den kommentierten Stream an der Stelle. Und dicker Kuss geht raus an die ACC-Community. Denn ihr seid einfach mal ein Wunderwerk. Das macht echt immer Spaß. Dankeschön, SimRC. Ehrlich jetzt. Ich freue mich immer sehr, wenn es Menschen gibt da draußen, die sich in ihrer Freizeit die Mühe machen, solche Sachen für uns Idioten zu organisieren, dass wir am Wochenende einfach mal einen Sitz reinschwitzen können. Also, vielen, vielen lieben Dank. Also, könnt ihr gerne mal ausrichten an die Chats.